Okay, ey, Jungs, ich habe ein Gehirn verschenkt, das ist mir neulich passiert und das ist ganz, ganz zauberhaft. Und zwar war ich in der Bahn auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und komischerweise passieren mir die coolsten Stories immer in der Bahn, so fällt mir gerade auf. Jedenfalls habe ich da gesessen und auf einmal steigt dann so hier Gleisdreieck, ist eine Haltestelle in Berlin, steigt dann so eine Mutter mit zwei Kindern hinzu. Die Kinder waren noch sehr klein und die waren so voll so, weißt du, voll am Rumquasseln die ganze Zeit und die Mutter war erkennbar gestresst einfach so. Und die setzt sich natürlich mir genau gegenüber hin, ne? Die Mutter in der Mitte, links das jüngere Kind und rechts das etwas ältere Kind, so, ne? Und das jüngere Kind holt dann irgendwie so ein komisches, keine Ahnung, was, irgendwie so ein scheiß Pokémon-Spielzeug irgendwie raus und fängt damit rumzuspielen und brabbelt so vor sich hin, ne? Und auf einmal das andere Kind guckt so rüber und so, ey, das ist meins, du Hurensohn! Und dann, pass auf, und dann die Mutter so, jetzt lass doch mal deine Schwester in Ruhe. Ey, geil, Alter. Beste, das war doch bestimmt die aus der Kneipe, weißt du, die mit den sechs Kindern, die uns dazu getextet hat, ey. Die dich verführen wollte, meinst du wohl, ne? Ja, Alarm, ja. Fressen, ja, ja. Das Lebkuchen auslocken. Ja, und die dachte halt, das wäre eine sehr gute Anmache, dir von ihren sechs Kindern zu erzählen, ne? Fand ich auch nicht schlecht. Ja, klar, warum nicht? Bei welchen? Wären sieben gewesen, wäre ich direkt mitgekommen, Alter, aber bei sechs bin ich raus. Ach, ja, okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hast du die gehört? Hast du keine Kopfhörer in der Bahn aufgehabt? Weil mich fuckt es immer extrem ab, ohne Kopfhörer in der Bahn zu sein, ohne Musik oder so. Ich habe nie Kopfhörer auf, tatsächlich nicht. Echt nicht? Ja, also entweder ich lese was oder wenn ich nichts lese, dann gucke ich blöd vor mich hin. Ich habe nie Kopfhörer dabei. Ich hasse dieses Gefühl, Kopfhörer in der Bahn zu tragen, weil ich dann meine Umgebung nicht höre und dann immer das Gefühl habe, die Leute reden über mich, so, weißt du? Ja, okay. Und das macht mich voll wahnsinnig, Alter. Und deswegen niemals Kopfhörer in der Bahn, auf gar keinen Fall. Zum Glück wurde wer anders dann als Hurensohn betitelt, ne? Dann Glück gehabt, ne? Aber guck mal, hätte Schwarz halt Kopfhörer aufgehabt, dann hätten wir jetzt nichts, worüber wir lachen könnten oder so, ne? Ja, perfekt. Ja, stimmt. Perfekt, ja, also. Richtig. Ist wahrscheinlich auch dann für deine Rap-Musik einfach förderlich, ne? So kommt dieser Alltagshass einfach zustande, dadurch, dass du den ganzen Tag mit der Bahn fährst. Ja, erst kommt das Ding zu spät und dann sind da noch so irgendwelche Scheißleute drin. Ja, ja, absolut, absolut. Also das ist Inspirationsquelle Nummer eins, die öffentlichen Verkehrsmittel. Was da für ein Dreck teilweise drin rumläuft und sowas, ne? Und also das ist, ja, ja. Ohne Sinn und Aber. So, ihr wunderschönen Menschen und damit herzlich willkommen mal wieder hier in der Osua-Kneipe und ich glaube, hatten wir jemals schon einen Gast? Wir hatten einmal Rudi, weiß ich, ne? Ja, hat man immer dabei gehabt. Aber nur so kurz. Und heute haben wir tatsächlich mal den ersten Gast, der sich hier in die Kneipe verlaufen hat. Ja. Und zwar der gute Bräuler. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hi Leute, ich bin Bräuler und ich bin hauptberuflich Filou und Spitzbube. Klingt wie schon eine Selbsthilfegruppe hier so. Hallo Bräuler, so alle im Chor jetzt. So, ne? Schön, dass du Hallo dich öffnest. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen anonymer Alkoholiker hier, ne? Also von daher passt definitely. Das ja alles. Ja. Ja, ein wenig. Du bist Filou und Spitzbube. Könntest du das ein wenig erörtern? Ich habe jetzt einfach nur irgendwelche zwei lustigen Wörter genommen, die mir gerade so ad hoc eingefallen sind. Aber ich bin schon ein bisschen spitzbübisch unterwegs, das kann ich... Das stimmt also, schon. Also. Das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, Filou und Spitzbube oder was? Ich würde davon, also wenn es die wirklich gibt als Berufsbezeichnung, dann habe ich es mir jetzt einfach angeeignet. Also, aber ich nicht, dass ich wüsste. Okay, also ich rufe mal bei der IHK an und frage, ob es da eine Ausbildung für gibt oder sowas. Ich würde gerne Spitzbube werden. Spitzbube klingt so ein bisschen wie so eine männliche Prostituierte, oder? Ja, so ein bisschen. Ich bin immer spitz. Ja. Ja, so schön. Jungs, du hast uns eben im Vorgeplänkel schon erzählt, dass du ein bisschen Kater hast oder so. Ja. Weil du gerade von Festivals gekommen bist, ne? Ja, genau. Also ne, nicht gerade, aber wir waren am, ich weiß nicht was, haben wir Montag? Wir sind am Freitag auf dem Spring Break gewesen und da ist es richtig eskaliert und dann bin ich Samstag nochmal saufen gewesen und dann war Sonntag schon im Arsch und bin jetzt immer noch, hab jetzt immer noch mit den Nachfolgen zu kämpfen. Eieiei. Ja, aber ich war halt generell, ist halt richtig kacke, wenn du nur so 3 Stunden schläfst und richtig voll bist, dann kannst du halt auch gar nicht schlafen, so, das ist halt echt, naja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 31, also es geht 31. Nicht mehr ganz so einfach. Ja, wollte gerade sagen, so, ne? Also mit Anfang 20 kannst du das noch machen, aber ich meine, ich bin 40, so, weißt du, und da merke ich schon, also 2 Tage okay, nacheinander okay. Ist auf jeden Fall Endgegner, also, ne, das ist, ja. Und, du warst auf dem Spring Break, sagst du, ja? Ja, genau, Sputnik Spring Break. Okay, wie war's? Ja, ne, ich bin ja mit
im Finch unterwegs und deswegen haben wir da einen Auftritt gehabt und ja, war ganz geil gewesen. Aber man merkt so, die Leute müssen erstmal wieder reinkommen nach 2 Jahren ohne Festivals, ja. Erstmal wieder ein bisschen, was auch Stimmung angeht und generell, was auch die Anzahl angeht, weil ich glaube, es waren 30.000 könnten auf Spring Break und es waren in Anführungszeichen nur 20.000 da. Das hat man schon so ein bisschen gesehen, aber alles in allem war es schon echt, echt geil. Und ja, danach haben wir uns natürlich halt richtig abgeschossen, so wie immer. Ja, so ich hatte wie auch, sich das gehört. Ich hatte, glaube ich, auch bei Finch in der Story schon gesehen, dass er sich aufgeregt hat, dass die Moshpits nicht hart genug waren, ne? Ja, genau, ja, ja. Gab es keine Wall of Death oder sowas? Ja, es gab eine kleine Wall of Death, aber die war jetzt nicht so... So krass, deswegen, ja. Eine kleine Wall of Death ist auch nicht schlecht. Ist das so Wall of Koma oder sowas, ne? Nee, du hast ja dann, du hast Wall, halt in der Wall Mitte, of Nahtodereignis. Ja, genau, du hast halt in der Mitte da von der Crowd dann immer diesen FOH-Stand sozusagen, wo halt Ton und Licht drin ist. Und nicht mal bis dahin ging die, also war die offen sozusagen, die Wall of Death. Also war es eher so ein länglicher Moshpit, ja. Okay. Aber ich kann halt auch verstehen, warum die Leute da nicht mehr so Geld für haben oder Bock drauf haben, weil wir haben, das war auch geil, wir haben dann so Bändchen bekommen, wo dann so 3 Essen für ein Backstage und 30 Euro drauf waren. Und dann sind wir, weil wir noch bei STP zugeschaut haben, bevor Finch dann hintergegangen ist für den Gastauftritt, haben wir gesagt, dann holen wir 2 Bier, 2 Wodka eh. Das waren dann auch, glaube ich, 35 Euro oder 33 Euro. Ja, das war, war dann auch so. Auf Festivalgelände so Suff kaufen ist eh immer echt ein bisschen eine Verarschung, ey. Ja, ich hatte es aber nicht so teuer in Erinnerung, muss ich sagen. Echt? Oh Gott, das letzte Festival bei mir, das war halt Rock am Ring vor was, 3 Jahren oder wann das letzte Mal möglich war. Und da hatten wir uns da auch Bier geholt. Da gibt es ja immer diese lustigen Leute, die mit diesem Biertower durch die Gegend laufen. Ne? Ja. Und wenn du dir bei denen Bier gezapft hast, das bestand zur Hälfte nur aus Schaum, so, weißt du, die sprühen dann extra so von oben da in das Glas noch rein, dass das noch extra aufschäumt und noch weniger Bier am Ende hast. Ja. Und dann zahlst du irgendwie 8 Euro oder so für so ein 0,5er, was boah, eigentlich Digga. So 0,2 ist und dann der Rest ist Schaum, ey. Geil. Ich glaube, eine kleine Fanta, also 0,5, hat dann auch 5 oder 6 Euro gekostet. Das, ja. Das ist schon krass, Alter. Junge, ey, jetzt müssen deswegen die Veranstalter ihre gesamten Corona-Verluste müssen jetzt wieder reinholen, ne? Bei ja, Getränken genau. und sowas. Ja. Ja, deswegen ballert man sich halt schön auf dem Zeltplatz weg. Ne? Ja, richtig. Ja. Dann kommst du da irgendwie aufs Gelände noch drauf, wirst gerade noch so draufgelassen, Alter, und dann geht's ab. Ja, so ist eigentlich der Standard-Way to go, oder? Also. Es säuft sich ja keiner, es geht ja keiner hin und säuft sich dann da steif, weil, weiß ich nicht, dann brauchst du ja 1.500 Euro für ein Festival, nur um dich da voll zu saufen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Flex, weißt du, wie so Leute, die jetzt mit dem SUV so Kurzstrecken fahren oder so, zu zeigen, dass sie Kohle haben. Ja, das kann natürlich sein. Ich hab Geld, ich besauf mich hier, ne? Aber die zelten ja eigentlich dann auch nicht da, oder? Weil so 4 Tage in einem Müllhausen machst du doch dann auch nicht, wenn du, oder fürs Feeling vielleicht, weil sie es einfach geil finden. Aber es gibt doch mittlerweile dieses Glamping, ne? Dieses Glamour-Camping da, wo du irgendwie 1.000 Euro für so ein scheiß Zelt zahlst. Das habe ich mir letztes erstmal erklären lassen, ja, vor, keine Ahnung, vor 2, 3 Tagen, weil ich nicht wusste, was Glamping ist. Ja, ich hatte da mal eine Doku drüber gesehen, dass sich die Glamper irgendwie von den anderen Festivalbesuchern benachteiligt fühlen oder so, weil die ausgelacht werden. Das ist kein Wunder. Normalerweise wird es da wie bei Harry Potter 4 durchrennen, Alter, und alle Zelte mal einrammen, aber naja. Ja, aber das ist aber so eine Sache, die finde ich aber generell fragwürdig. Also das Glamping heißt ja, die Leute wollen quasi das Feeling von Camping haben, aber mit dem Luxus von einem Hotel, ne? Also von quasi, also ja, also wollen die Annehmlichkeit eines Hotels in dem Feeling von Camping. Und das funktioniert ja nicht zusammen, oder? Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht ausprobiert. Also die bauen ja irgendwie die Zelte einfach auf. Also die genau. sind schon aufgebaut und dann kommst du da hin und hast halt Strom und Wasser und so ein Scheiß. Ja, genau. Das ist ja wie ein Bungalow dann quasi, ne? Und ich meine, Ich glaube, genau das schließt ja für die in Anführungszeichen normalen Camper ja halt das aus, dass du dieses Glamour-Leben da oder dieses Glamour dazu führst. Für die ist ja Camping halt einfach nur real und basic, deswegen beefen die sich wahrscheinlich die ganze Zeit an. Ja gut, ich muss aber sagen, ich fühle das, ich hasse Campen. Ich habe einmal in meinem Leben gecampt, da war ich glaube ich, keine Ahnung, war 10, 11 oder sowas, da haben meine Eltern irgendwie so ein scheiß Wohnmobil gemietet und dann sind wir auf so einen Campingplatz gefahren. Und ich habe da nur die Erinnerung dran, dass das einfach nur alles ganz komische Leute sind, in diesen Zelten und in diesen Campingwagen und die alle nur irgendwie, das ist wie so, keine Ahnung, was, wenn du so alle schlimmen Nachbarn, die es gibt, weißt du, die jeder Mensch hasst, zusammenpackst in einen, auf einen engen Raum und die hassen sich halt irgendwie alle und sitzen abends dann trotzdem gemütlich vor ihren komischen, bepissten Wohnwagen und so was und denkst dir auch so, warum seid ihr nicht zu Hause geblieben, Alter, so, ne? Und nee, ich finde aber auch so dieses, also ich bin da auch so ein Stadtmensch und ich brauche so diese Annehmlichkeiten, also ey, dieser Gedanke, dass ich morgens aufstehe in so einem vollgefurzten Zelt
irgendwie liege, weißt du so, irgendwer hat am besten noch davor gepisst und dann muss ich aber erstmal so, keine Ahnung, was über so ein halbes Gelände rüberlatschen, um irgendwie überhaupt an frisches Wasser zu kommen, die Zähne putzen zu können und mich duschen zu können. Und da sind das so Gemeinschaftsduschen, Alter. Nie fucking malz, Alter. So, nein, nein, nein. Alter, da will ich dann so, will ich schon so lieber Hotel haben oder zumindest ein Nightliner oder sowas, irgendwann, wo ich meine Ruhe habe. Ja, das ist schon sehr eklig, Mann. Ja, kann ich schon nachvollziehen, aber es, also manche finden es cool, manche halt nicht. Also für mich geht's für eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann hat man einfach auch die Faxen dicke und so, ne? Ich stell's mir also ich stell's mir auch schwer für den Rücken vor, war so ein Zelt, oder? Ja, also ich kann sowieso überall schlafen, deswegen ist es mir eigentlich relativ egal, aber ja, viele haben ja auch Schlafprobleme, deswegen stelle ich es mir beschissen vor. Wenn du da. Also wir haben immer eine Luftmatratze immer dabei gehabt, einfach, die dann am ersten Tag aufpustest, solange es noch geht. Und das war immer relativ entspannt dann für den Rücken tatsächlich. Echt, ja? Ja. Mm, okay. Also wenn du nicht so auf dem platten Boden schläfst, das ist dann irgendwie ein bisschen scheiße. Mm. Das hatte ich mal, da habe ich ja mal auf irgendeinem, gut, das war so ein Festival-Geburtstag, da habe ich dann im Vollsuffund bekifft auf so einem Apfel gelegen und am nächsten Tag kam ich mir vor wie der Glöckner von Notre Dame, Alter. Ich bin schon auf Probleme dem Apfel, hatte. Alter. Das ist wirklich, ist aber wirklich auch so, ich habe bei Festivals nie Luftmatratzen beigehabt, als wir noch privat dahin gefahren sind. Sondern immer nur diese, also maximal diese Dinger, die man ausrollt und dann so ein Schnippel aufdreht und die sich dann so halb mit Luft so befüllen, so, weißt du, so eine Dinger. Ja. Und da war beim Helene Beach Festival und da sind ja nur Keen-Apple und wenn du da nicht richtig alles weggefegt hast, wir haben dann irgendwann auch so ein Rechen mitgenommen, dass wir die alle vernünftig wegmachen können, aber wenn du das nicht machst, dann pennst du da halt auf 10 Keen-Apple und das ist richtig, richtig ekelhaft, wenn du keine Luftmatratze hast. Ja, aber das, vielleicht gleichen die 10 Stück das dann noch irgendwie aus, weil du das nicht so komplett behindert bist. Ja, stimmt. Wenn du reinsteckst, Apfel ist. Das ist wie so ein Massageding, ja. Das ist echt so, kannst du das noch verkaufen irgendwie. So als Massage, Thai-Massage-Studio oder so. Eieiei. Nee, aber ey, so generell dieses ganze Festival-Ding, ich vermisse das ja so, ne? Ich war halt, wie gesagt, jetzt seit, ja, wann war es? 2019, ne? Danach ging nichts mehr. Ja. War ich auf keinem Festival mehr und ich hatte mir jetzt letztens tatsächlich für Summer Breeze eine Karte besorgt. Mhm. Einfach nur, damit ich auf irgendeinem Drecksfestival nochmal abkacken kann. Ja. Jungs, Entschuldigung, wenn ich unterbreche gerade, wir haben noch gar nicht angestoßen, Alter. Die Folge läuft schon 12 Minuten und wir haben noch nicht mal angestoßen auf irgendwas. Ich habe noch nicht mal ein Bier getrunken, Alter. Müssen wir jetzt überlegen, worauf wir trinken können. Vielleicht darauf, dass die Festival-Saison wieder angefangen hat, auch wenn das ein absolut widerwärtiges Ding wäre für mich, aber ich würde trotzdem für dich drauf trinken, weil ich mich für die freue. Das ist doch ein schöner Grund. Ne? Ja. So aus purer Solidarität, okay? So, Tommy, ich habe gehört, du trinkst Wein, ja? Du alter. Ja, ich habe den schon eingegossen. Ich kann jetzt schlecht hier so irgendwie einen Deckel fliegen lassen oder so. wir haben uns eben schon ausgemalt, dass du jetzt so in deinen Weinkeller gehst, weißt du? So eine Wendeltreppe runter und dann ist da so, kennst du in den Bibliotheken diese riesigen Leitern vor den Bücherregalen? Und dann hast du halt so ein riesiges Weinregal mit so 5000 Weinen, das sich so 5 Meter bis hoch zur Decke stapelt, so im richtigen Kellergewölbe. Und dann gehst du da halt hoch, ne? Und holst dir den richtigen Wein halt raus für eine Osua-Folge. Ja, das kommt der traurigen Wirklichkeit erschreckend nicht nah. Ich bin auf den Balkon gegangen und habe hier so einen halbwarmen Riesling gezogen. Okay, ich find das Kellergewölbe cooler. Alter, das ist ein schweres Wort, Kellergewölbe. Okay, in diesem Sinne, Jungs, würde ich sagen, Prosua. 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 Ich hatte mir aber auch, hätten wir jetzt nichts gehabt, worauf wir trinken können, mir ist vorhin eigentlich auch ein kleines Gehirnfasching passiert. Zwar war ich vorhin in Mannheim unterwegs und in letzter Zeit höre ich super gern Menasmos im Auto, ne? Ja. Und da kam halt der Track Huren. Das sind doch die mit dem 3 Uhr nachts und ich hab wieder ich los. Ich hab schon dein Arsch auch. Also, ich hatte es halt relativ laut im Auto an so, und hab halt an nichts gedacht. So, weißt du, während du über die Autobahn fährst, ist ja kein Problem. Und dann war ich ja mitten in der Stadt und dann kam mir das Lied Hurensohn an. Und dann halt dieses Hurensohn, 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 ne? So. Und ich stand halt so an der Ampel, Alter, irgendwann, du kriegst das ja mit, wenn dich Leute anschauen, ne? wenn so Leute Blickkontakt zu dir haben, du realisierst das ja irgendwann im Gehirn so aus dem Augenwinkel, Alter. Ich guck so zur Seite, steht da so eine Mutter mit ihrem Kind an, da gucken so richtig dort an, so schön Fenster runter, Hurensohn, Hurensohn. Ey, das, vielleicht war das die Mutter, die mir in der Bahn begegnet ist, dann da hat der Kind das dann her. Ist extra aus Berlin weggezogen, dachte sie, da kann sie sich nie mehr sehen lassen, Alter, wird sie hier retraumatisiert, ey, schön in Mannheim. Ich kenne das Gleiche halt, als ich damals mal irgendwo mit irgendjemandem im Auto war und da haben wir hier
wir haben noch damals diesen riesigen Posse-Track gehabt, Flüsse aus Blut, Posse und sowas irgendwie. Und da hatten wir irgendwie auch so Dinge laufen und da standen wir irgendwo, Fenster war halt offen und da kam gerade R.O.D. Hier, R.O.D., dieser richtig eklige Bukake-Boys-Blätter-Rapper da irgendwie und so, und da rappte sein Part, während draußen irgendwie Leute vorbeiliefen und er töten, töten, ficken, ficken, ficken. Das war auch sehr schön, ja. Ach, oh, schön. Oh, ich bin gerade am Überlegen, wo wir weitermachen sollen. Alter, ich liebe dieses Festival-Thema. Ich sag mal so. Ja, pass auf. Wir haben jetzt, du bist der erste Gast, aber wir fragen natürlich jeden Gast immer als erstes, was ist so die lustigste und abgefuckteste Geschichte, die du auf Lager hast? Jetzt Festival-Story oder im Allgemeinen? Boah, das kannst du dir aussuchen. Ja. Ich kann ja auch zu jeder Rubrik eine nehmen. Ja, ich kann ja auch mal eine erzählen, so die ich jetzt noch nicht bei uns im Podcast erzählt habe, weil ich da mal Schiss habe, dass die meine Eltern hören und die Story sollen meine Eltern nicht hören. Okay. Ja. Deswegen. Jetzt bin ich gespannt. Naja, wir sind, also ich komme ja eigentlich vom Dorf, ne? So sind jetzt, ich wohne ja zwar in Berlin, aber bin ja da groß geworden und dann trug es sich eines Abends zu bei so einer Dorfparty, dass wir dann den letzten Fahrer nicht erwischt haben, der meinte dann so, ja, ich verpiss mich und wie so, ja, mach, wir kommen schon nach Hause. Natürlich kamen wir dann nicht nach Hause und hätten, boah, ich weiß nicht, so 5, 6, 7 Kilometer laufen müssen. Und darauf hatte natürlich keiner Bock. So, wir sind dann aber irgendwann los, alle mega steif. Ich glaube, wir waren bestimmt 10, 15 Personen. Bis dann irgendwann sich zwei haben zurückfallen lassen. Und wir haben schon gewundert, wo sind die? Und auf einmal kamen die mit einer Karre an, also mit dem Auto. Und wir so, ach, wo hast du überhaupt dann die Karre her? Naja, die stand hier einfach am Straßenrand und Schlüssel stecken. Und wieso, ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, doch. So, und dann, naja, ausgeschnickt wäre, also ist natürlich jetzt nicht so cool, ne, aber ist halt nun mal passiert, muss ich jetzt dazu sagen. Und dann so ausgeschnickt, wer fährt, und dann meinte dann ein Kumpel von mir so, ach, mir haben sie doch einen Führerschein weggenommen, können sie doch eh nicht nochmal machen. Und ich so, alles klar. Oh Gott. Und dann eingestiegen, keine Ahnung, ich Beifahrer, er Fahrer, hinten 3, im Kofferraum 4 und dann zu dem Ort geschossen, wo wir dann gewohnt haben, dann nochmal zurückgefahren, die anderen geholt und die Karre einfach am Bahnhof stehen lassen mit Schlüssel drin und glaube ich einen Zehner noch auf die Armatur gelegt oder so. Geil. Self-driving Uber-mäßig so. Ne? Aber diese Dorfgeschichten, die enden ja eh immer anders. Ne? Ich hatte hier gestern mit Robby noch drüber gesprochen, der hat mir da auch eine sehr interessante Geschichte aus seinem Dorf erzählt. Oh Mann, Alter. Willst du die auch nochmal zum Besten geben? Ja, bitte. Schwarz, ist jetzt nur für dich. Ja, ne? bitte. Weil Tommy hat sich schon totgelacht. Wir hatten halt im Dorf jemanden, der hat neben einer Tante, sie war nicht meine leibliche Tante, aber wir haben die Tante immer besucht. Also für mich war das eine Tante. Die haben wir besucht, da haben wir immer schön Kippchen geraucht und Kaffee getrunken. Mhm. Und die hatte so einen schäbigen Nachbarn. Mhm. Und der schäbige Nachbar, der war schon im 50er-Bereich. Der hat immer eine Windel getragen. Das hast du auch gesehen, wenn du mal auf dem Hof gespäht hast. Und der hat abends dann, da hast du halt immer so komische Geräusche gehört. Da hat er sich schön an seine Schäfchen... Ernsthaft? Ja, der hat sich da mal ein bisschen zurückgeholt, ne? Der hat die gefickt, der hat die einfach die Schafe weggefickt. Ernsthaft jetzt? So richtig, ja, wirklich. Ekelhaft eigentlich. Aber das war unser Entertainment auf dem Dorf damals. Ihr habt bisschen drüber rumgestanden, oder was? Ja, wenn man so ein bisschen über den Zaun geluschert, ne? Da hast du mal die Schafe gehört, wie die. So ein Netflix nicht, ob die für Dorfkinder, Alter. Aber da habe ich auch noch, Alter, da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Einen Kumpel, der. Der hat hatte schon früher sein eigenes Haus und so, und der Nachbar hieß Zicke. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, so, warum nennen die den alle Zicke? Er so, naja, der wurde einfach mal erwischt, wie er im Stall stand, die Hinterläufe von so einer Zicke sich in eine Gummistiefel vorne gestoppt hat und dann richtig Action-Jackson. Also, alles klar. Ja. Ich schwöre, ich finde, das ist so krank einfach. Ja, ist also, ich weiß es nicht, aber ein Tier zu bumsen, Alter. Eieieiei. Gott, Hilfe. Ah. Ach, krank. Junge, ey. Also Schafe, Ziegen, was gibt es noch? Naja, komm, das war das Thema. Oder, ich hab doch mal, da gab es doch mal diesen Fall, das habe ich mal irgendwie vor, das ist schon fast 20 Jahre her, da habe ich das in der Neon gelesen. Und zwar ist da irgendwie so ein Typ mit inneren Blutungen, das war irgendwie auch ein etwas reicherer Typ, der ist mit inneren Blutungen von seinen Freunden ins Krankenhaus gebracht worden. Und dann hat er der halt, ja, dessen gesamtes Rektum war halt zerfetzt worden. Quasi so, kann vom man sagen. Pferd oder was? Ja, pass auf. Und das Ding war halt auch, die wollten da wissen, was ist da passiert. Naja, und das Ding war, diese Freunde, die ihn gebracht haben und er,
Die haben sich irgendwie einmal im Monat zu so einer Pokerrunde bei dem einen auf dem Gutshof getroffen, ja. So, und haben mal so eine schöne gepflegte Pokerrunde gemacht, ja, und der Gewinner durfte halt dann vom Hengst bestiegen werden. Oh so, mein Gott. Der halt dann von den anderen festgehalten worden ist, so, weil wenn ein Hengst, ich meine, ein Hengst, der hat halt ein Gehänge von, keine Ahnung was, also das ist halt ordentlich, und dann muss er halt festhalten, damit er dich voll durchzieht. Und da haben die anscheinend nicht gut genug festgehalten und der hat dann wohl durchgezogen, Alter. Ja, und dann hing dem halt leicht den Darm perforiert, ne, und ja. Es gibt so viel kranke Scheiße auf dieser Welt. Ja, das ist Wahnsinn. Unnormal. Ich frage mich, wann ist bei irgendeinem Menschen mal der Gedanke, also es muss doch irgendwann so eine Inception gegeben haben bei irgendeinem Neandertaler, der dann irgendwie, keine Ahnung, was, so eine Ziege oder ein Schaf gesehen hat und dann nicht gedacht hat, lecker essen, sondern lecker ficken, so, weißt du? Also das irgendwann muss das ja fange ich nicht, statt ficken jetzt. Also muss ja irgendwann mal passiert sein. Ich frage mich, wie das kommt, Alter. Ich glaube, das ist auch, wenn du so reich bist, dass du dir so oder so alles kaufen kannst, dann musst du irgendwo da musst du irgendwie, keine Ahnung, außerhalb der Norm agieren, um irgendwie noch einen Kick zu bekommen. Ja, weißt du? Weil ansonsten bringt es dir halt alles nichts mehr. Ja, so dieses 8mm-Thema, so, ne, quasi, wenn du dir alles leisten kannst, dann musst du halt so ins Extrem gehen. Ne? Ja. Ja, aber weiß ich nicht, der Egon, der Scharficker, der hat halt auch Windel getragen, ne? Und ja, okay, der hatte nicht so viel Geld. Der fand's einfach nur geil, so, ehrlich. Der hat genau Bock gehabt, so. Windel und Schaf, Alter. Wie nennt man nochmal diesen Windel-King? Gibt es da auch einen Namen für? Da gibt es da so einen ganz komischen Begriff für. Hat man neulich, ne? Windel-King? Ja, Leute, die halt. Ah, was war das? ABDL war das? Ja, hast du nicht ABDL. Irgendwas in der Story gehabt, so oder so? Das hab ich auf jeden Fall gesehen. Danke dafür nochmal. Gerne. Ja. Ich habe gesagt, schaut nicht nach, Alter, aber alle haben nachgeschaut. Ja, du weißt ja, was passiert, wenn man sowas schreibt. Ja. Auto. ich habe jetzt ein Wort, das mal gucken, wer das noch aussprechen kann. Autonepiophilie. Autonepiophilie, was ist das? Ja, sehr gut, Alter. Das adulte Babysyndrom ist eine Sexualpraktik aus dem Bereich des erotischen Ageplay. Die Praktik wird auch Babyspiel genannt. Betroffene haben kein Interesse an kleinen Kindern, sondern entweder einem sogenannten Windelfetisch, Diaperlover, Abkürzung DL, oder nehmen im Rahmen von Rollenspielen selbst die Rolle eines Säuglings oder Kleinkinds an. Ich weiß nicht, Alter. Das ist schon weird. Ah, da hatte ich mal eine Doku zugesehen von diesen Steuerung F oder so auf YouTube, wo die dann so zwei Mädels waren da im Wald unterwegs, Alter, und haben sich dann so angezogen wie Babys und haben so getan, als wären die da auf dem Spielplatz und spielen dann so ganz komisch mit verstellten Stimmen und so. Das war sehr befremdlich. Okay. Also ich meine, stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die sagt so, ey, das ist so voll mein King. Ich könnte das nicht, Mann. Nee, Mann, Alter. Nein, ey. Weiß ich nicht, Junge. Geht weg mit euren Kings, ey. Ich schwöre, dieses King, den gibt mir so auf die Nüsse, Alter. Kann man nicht mal ganz normal vögeln, ganz normalen Sex haben, einfach Pipi-Mann in die Musch stecken und gut ist. Und nicht irgendwie sich dafür noch Windeln anziehen oder auspeitschen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, was, mit Matt einreiben oder sowas. Ne? So, das ist einfach so gefühlt, gibt das gar nicht mehr, so ganz normalen Sex. Ich finde, Matt ist schon ganz normal. Ist schon geil, ne? Ja. Ey, Bastard. Ein bisschen Zwiebelgeruch, ne? Wunderbar. Ja. Das war doch bei Domian der Typ, der immer 60 Kilo Hackfleisch fickt, ne? Ja. Ja, Mann. Der Schlimmste war, der sich mit Fischinnereien eingerieben hat, damit er geil wird, Alter. Ekelhaft. Ekelhaft. Junge, was ist los mit den Menschen, Alter, ey? Ja, aber ich finde es schön. Wir haben das erste Mal einen Podcast-Gast hier und dann kommen wir erstmal wieder mit der ganzen verstörenden Scheiße wieder. Perfekte Themen dafür, wirklich. Ja, wunderbar. Okay, was das angeht, da hatte ich halt auch noch eine Festival-Story. Ich weiß halt nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, wo der eine Kollege von uns einfach im Vollsuff eingeschlafen ist. Das war bei Rock am Ring und der ist halt auf so einem Feldbett weggepennt. Mhm. Und wir dachten, ey, das wäre doch voll witzig, wenn der zu sich kommt und einfach mitten ganz weit weg in irgendeinem Feld steht, weißt du, und überhaupt nicht mehr weiß, wo der ist. Ja. Da dachten wir uns so, ey, das ist eigentlich die perfekte Idee. Aber wir waren halt alle rotzevoll, ne? Und dann haben wir versucht, den Mann da zu tragen mit diesem Feldbett. Und der ist uns so oft hingefallen. Und dann gibt's ja immer so am Rand vom Festival, da pissen ja alle einfach nur hin, ne? Ja. Ey, der ist uns so oft in diese Pisse reingefallen. Das war so. Oh Gott. Ja gut, aber mit Pisse, da gibt's ja auch so 1000 Festival-Stories. Ist jetzt im Nachhinein betrachtet halt mega assi, aber wir haben auch immer in unsere Wasserspritzpistolen gepisst und dann immer so Leute mit voll gespritzt, aber halt auch nur die Idioten, so nicht die in unseren Augen cool waren. Wir haben uns da schon so ein bisschen Mamas Maul bisschen auf, Erfrischung. Aber das räudigste mit Pisse war, wir hatten so einen Plastikbeutel und das ist dann also so eine wie so eine
Solardusche ja nicht, aber wie so eine Dusche, das kennst du, das Wasser dann in die Sonne hängen und dann kommt dann, ja, dann ja. ist es irgendwann warm. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, 3 oder 4 Tage lang reingepisst mit der ekelhaftesten Festival-Chemo-Irgendwas-Pisse und irgendwann kam einer vorbei, stellt sich da drunter und das war schon richtig, richtig ekelhaft. Oh Gott, hat er es gemerkt? Ja, der war halt richtig voll und irgendwie hat er gemerkt, dass irgendwas komisch riecht und so, aber ja, das, ja. Das ein bisschen Shampoo ja. drüber passt schon. Also das ging halt. Aber ich muss auch sagen, wir sind generell bei Festivals auch immer so die räudigsten Schweine gewesen. Also wir haben wirklich einfach nur in unserem Müll gehaust. Wir haben halt nichts weggeschmissen in einem Müllbeutel oder so, sondern einfach nur direkt auf dem Boden. Egal, ob es irgendwas war oder so. Und dann war es, glaube ich, beim Spring Break war es so, dann... sollten wir das irgendwie wegräumen, weil, ja, keine Ahnung, ja, hat gestunken und so, bla bla bla. Und dann wollten wir es eigentlich dann so gerade so halbherzig angehen und dann kam einer mit dem Rasenmäher vorbei, also so ein lustiger Rasenmäher also mit Benzin betrieben und hat gesagt, Männer, soll ich bei euch mähen? Und wir so, jo, perfekt. Und er hat einfach alles klein gehäckselt und durchgemäht und damit war das Thema dann erledigt. Dann konntest du nichts mehr aufheben. Wie ist denn der mit dem Rasenmäher auf ein Festival gekommen? Na, beim Sputnik ist ja so ein renaturierter Braunkohletagebau und damals konntest du halt auch noch Glasflaschen mitnehmen, da konntest du halt alles machen. Da kannst du ja auch Notstromaggregat mitnehmen und halt da sind Leute mit kompletten Wohnzimmern angerückt. Also die haben Pavillon aufgebaut, Teppich, Schrankwand, Couch und haben es dann am Ende einfach stehen lassen, / angezündet so und deswegen ging es. Ich weiß nicht, ob du das heutzutage immer noch machen darfst mit Notstromer darauf, aber ich glaube ja. Aber die sind da ein bisschen strenger geworden, was Müll angeht oder so, weil am Ende war es nämlich auch immer so, du hast dann halt klar diese riesigen Abraumhügel da. Und dann haben die dann immer ihre Couchen und so hochgeschleppt, um da zu chillen oben. Und die Kühlschränke haben sie dann auch mit hochgeschleppt und dann am Ende alles angezündet. Dann hast du immer nur diese Leuchtfeuer, wie die Leuchtfeuer von Armandin, brennen sehen, hier wie bei Herr der Ringe. Das war immer, ja, das war ganz lustig, aber wahrscheinlich auch mega scheiße für die Umwelt. Auch vielleicht ein bisschen, ne, wenn er so einen Kühlschrank abfackelt. Okay. Ja. Aber ich hatte das aber auch super oft gehört früher, dass Leute mal ganz viel auf Festivals mitgenommen haben, was sie eigentlich halt wegschmeißen wollten. So, und dann nimmt ja. es einfach so ein letztes Mal mit und dann ist das Problem von irgendeinem anderen Ossi. Ja. Ja. Ne? Ja, ja. Als ich das erste Mal bei Rock am Ring war, da haben unsere Nachbarn am letzten Tag aber auch alles abgefackelt. Die haben da alle ihre Stühle und so weiter, alles schön in so ein riesiges Lagerfeuer reingeworfen einfach. Ja, ich habe noch eine Geschichte, kann ich mich daran erinnern, da war ich noch in der Ausbildung gewesen damals und ich hatte die in Frankfurt-Oder gemacht und das da, wo Helene Beach Festival ja ist, ne? Ja. Ja. Und wir uns natürlich wieder wie die Assis benommen und so. Und dann komme ich dann hin zur Arbeit und quatsch dann mit einer so. Und die meinte dann so, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann meinte sie so, ja, mein Bruder, der ist ja da bei der Stadtreinigung und die müssen da auch immer den Müll wegräumen und so. Ja, und die Leute verhalten sich ja immer mega schäbig und so. Ich so, ja, auf jeden Fall. und dann so, ja, und da waren welche, die haben in ihr Zelt geschissen. Und ich weiß ganz genau, und jetzt kommt nämlich der Clou, dass die sehen sich relativ ähnlich, ihr Bruder und ihr und sie. Also ich habe schon gesagt, so das Gesicht kam dir irgendwie bekannt vor und der hat einfach unser Zelt weggemacht, wo Finch am letzten Tag reingeschissen hat. Und ich höre diese Story und denke mir so, ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das war... Geil. Aber vorher hat er noch, und das war eigentlich noch viel lustiger, als dieses pure Reinscheißen, weil das hat ja keiner gesehen, aber er hat sich dann, das war so ein Wurfzelt, was halt relativ eine geringere Höhe hat. Und der hat sich einfach hingekniet, sodass der Kopf noch rausguckt und hat einfach dann reingepisst, während da die Leute so dran vorbeigegangen sind, haben so ganz weird gestöhnt und so. Und das war halt, war weniger weird als lustig. Ja, jetzt hört es sich ein bisschen weird an, aber wir haben gut gefeiert. Das glaube ich auch gerne. Ey, Festival, ich glaube, wenn du mit einer nur Jungsgruppe hingehst, ist sowieso immer die beste, was du machen kannst. Ja, aber bei uns ist es auch egal, wenn die Mädels dabei sind, die sind cool damit und wir verhalten uns auch nicht weniger assi, wenn die dabei sind. Also alles easy. Perfekt. Ja, okay, dann ist perfekt. Ja. Ich glaube, wenn meine Freundin dabei wäre, Alter, und ich pisse noch in unser Zelt rein am letzten Tag, und dann hätte ich Spaß auf der Rückfahrt, Alter. Ja, die sind generell, die Mädels, die dann damit kommen, sind generell nicht so assi, aber die wissen halt, dass sie es tolerieren müssen, ansonsten können sie halt auf ein eigenes Festival fahren. So. Weil wir wollen halt keinen einlassen, ne? So, ne, wir wollen halt, genau, wir wollen halt keinen Stress haben oder so. Und jeder, der damit nicht klarkommt, egal ob es jetzt ein Mädel ist oder nicht, dann oder irgendein Typ, dann kann er halt nicht mitfahren. So sagen wir im Vorhinein immer so, yo, ihr könnt gerne mitkommen, aber wir sind halt echt schäbig. dann müsst ihr damit klarkommen, einfach so, ne? Ja, ihr habt auch mit Karten gespielt, ne? Ja. Richtig.
Ja, auf jeden. Aber wie ist das eigentlich? Kannst du das jetzt immer noch machen? Ich meine, wahrscheinlich Finch kann ja auch nicht mehr einfach so auf ein Festival draufgehen, oder? Also, wenn ich mit Finch unterwegs bin, nicht, aber so ich ja natürlich. Also, ist ja ist easy. Jetzt natürlich okay. bei den Heimspielen und wo wir selber auch privat waren, Helene und Spring Break, da wird es ein bisschen schwieriger, aber alle anderen Festivals wären jetzt für mich kein Problem, aber mit Finch zusammen geht es halt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Der ist beim Spring Break mit Sturmhaube und Kapuzenpulli übers Festivalgelände gelaufen. Die Leute haben ihn trotzdem erkannt. Also, ja, kannst halt nicht mehr ändern. Aber ich, Notizblock rausgeholt, Broiler ist gleich asozial. Wunderbar. Das erinnert mich gerade an unseren als wir mit der Raffiction auf Tour waren, also Hirn zur Raffiction Tour, als wir in Hamburg waren. Also es ist keine Festival-Story, aber es ist halt so eine Club-Auftritt-Story so quasi. Ne? Und das Ding war beim Hamburg-Auftritt, wie hieß der Laden nochmal? Logo, glaube ich? Keine Ahnung, wir sind im Logo auf, ich weiß es nicht, keine Ahnung. War das der zweite oder dritte Auftritt von der Tour? So, und jedenfalls das Ding war, ich habe mir da irgendwie schon, also das war auch einer der wenigen Auftritte, wo ich halt echt Hacke war, weil da habe ich einfach so schon vorhin gesoffen und sowas, ne? Und ich weiß ja noch, ich musste die ganze Zeit richtig mies pissen, so. Also richtig übel, ne? Und ich kam aber irgendwie nicht dazu. In Hamburg war auch unheimlich viel los, da kamen unheimlich viele Kumpels aus Hamburg oder Umgebung irgendwie an, ne? So, und ich weiß noch, dann irgendwann stand ich dann halt vor dem Club. Also auch hier mit Sonnenbrille und allem, ne? Und ich habe so, und um mich rum war so ein Haufen von Fans halt irgendwie so, die irgendwas wollten, ne? Und ich merke halt so, ich musste halt richtig pissen, so. Und was habe ich gemacht? Ich sag, Formation Schildkröte! Und alle so, was? Und ich so, da kennt ihr die Formation Schildkröte wie im alten Rom? So, dass sie die Schilde hochnehmen und einen schützen. Und die so, was will der jetzt von uns? Und ich so, ich muss pissen, dreht euch um, macht und schirmt mich ab. So, Formation Schildkröte halt. So, da hab ich mir halt zur Wand gedreht einfach. Und die haben wirklich so eine Formation um mich gebildet, wie so römische Legionäre, so zwei Reihen. Und ich stand da die Wand angepisst. Ich hab locker 20 Sekunden lang da abgedrüselt und sowas. Ne? Und die standen da eiskalt stramm wie Legionäre da im Krieg. So, das war richtig gut, Alter. Ja. Ehre. Geil. Voll, ja. Auf der Fanmeile haben wir das immer, also da war es immer recht easy, dann hast du einfach dir eine Fahne umgebunden und dann einen Becher gepisst. Das hat dann recht gut funktioniert. Eine Fahne umgebunden. Ja, du hast halt extra eine Deutschlandfahne mitgenommen, so war halt nervig, wenn du sie die ganze Zeit tragen musstest und, oder umgebunden hast, aber wenn du dann pissen musstest, da hat es dann Sinn ergeben. Geil. Gibt es für sowas diese Urinbeutel oder sowas? So ein Stadionkumpel meinst du? Ja, genau, Stadionkumpel heißt das. Ne? Deswegen ist unten immer gelb auf der Fahne, Alter, wenn es nicht auffällt. Aber ich glaube, bei Wacken oder so ist das ja auch, da sind doch auch irgendwie so Gräben irgendwie an der Seite und da pissen doch auch immer alle rein, ne? Habe ich gehört. Bei Wacken habe ich leider noch nie Tickets bekommen. Ich weiß halt, es ist bei Festivals nicht so, dass immer überall hingepisst wird. Also das ist doch, also egal, wenn du jetzt einen Weg hast, links und rechts davon wird doch immer irgendwo hingesägt, oder? Also. Ja, auf jeden, so. Aber auf dem Gelände ist das da wohl irgendwie so. Ach so, auf dem Gelände, das weiß ich gar nicht. Dass da irgendwie so einen Graben gibt, wo alle mal reingepisst hätten. Oh, und dann gibt es ja diese ganzen Hardcore-Fans, die nach vorne wollen und sich dann da durchkriechen, wie hier bei diesem einen Film da mit den, wie hieß der, die Unglaublichen oder so, wo der da am Ende durch diesen Scheiße-Schacht kriecht. Shawshank Redemption, ne? Ja, genau. Ja. Mir fiel der deutsche Name jetzt nicht ein. So. Ich weiß aber, was du meinst. Ja. Nee, also stelle ich mir auch ein bisschen räudig vor, ey. Ja, ein bisschen, ne? Also. Ja, das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert. Nee, Mann. Nee, auf keinen, ey. Dann mache ich lieber hier Stage-Diving und kurz bevor ich da am Ende bin, dann sage ich aber so, warte mal, ich muss mal kurz runter hier, lass mich runter. Ah, ist das hässlich, Alter. Ich finde es aber schon krass, also als jemand, ich bin jetzt ja wie gesagt kein Fan der Festivalkultur, aber ich finde schon bemerkenswert, dass sich die meisten Storys darum auf Pissen und Kotzen und sowas immer da subsumieren lassen. Ne? Ja, ist halt immer Fäkalien, weil so, wenn auch so viele Menschen auf einem Fleck sind, dann holt es immer das Schlechteste im Menschen raus. Mhm, das stimmt. Und da kommt immer das Urtier raus und dann wird gepisst, geschissen, gekotzt und gefickt im Dreck und es ist halt alles scheißegal. Aber deswegen mag ich Festivals so einfach so gerne. Weißt du, ich brauche das immer so ein Wochenende im Jahr, Alter, wo ich mal so alle niederen Instinkte rauslassen kann, bevor ich dann wieder so auf die zivilisierte Welt zurückgelassen werde. Also. Ja, ist verständlich. Quasi du brauchst halt einfach so ein Ventil. Ja, auf jeden. Persönliches Kolosseum quasi, Gladiatorenkampf, ne? Nur halt eben ohne Leichen, sondern dafür mit Pisse. Ja, meistens ohne Leichen, ne? ich weiß auch immer, bei uns war auch immer so Standard, nach dem Aufstehen wird getrichtert, so auf leeren Magen direkt, so weißt du, dass du mindestens irgendwie den Pegel direkt wieder halbwegs erreichst. Also ich war generell nie so ein Freund vom Trichtern, weil es, also bei uns war es halt so, wir brauchten uns halt nie Gedanken machen, dass jetzt einer zu wenig trinkt oder halt keinen Bock mehr hat zu saufen, weil es halt irgendwie immer,
immer von vorne reinging. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind war auch beim Spring Break, da ist einer mitgekommen, der ist jetzt übrigens Ortsvorsteher bei mir im Dorf, wo ich herkomme. Der hat einfach so, ich weiß nicht, wo er die her hatte, weil er, glaube ich, am Flughafen mal gearbeitet hat, diese 5cl Schnäpse halt einfach so mit Whisky und Gin und so, also diese ganz komische Größe einfach, die es war. Davon hat er so stiegenweise beigehabt und der hat am Morgen, hat er an jedem so einen 5cl Whisky verteilt und der musste erstmal getrunken werden und dann ging es dann auch irgendwie wieder. Und der hat eines Tages hat er dann so Kümmerlinge da gehabt und hat einfach eine Stiege Kümmerlinge getrichtert. Und das war, der war nicht mehr zu gebrauchen danach, würde ich mal sagen. So schön früh um 8 eine Stiege Kümmerlinge getrichtert. Naja. Könnt ihr eben kurz erklären, was Trichtern genau bedeutet? Achso, ne, du hast einen Trichter und einen Schlauch und dann hältst du halt die eine Öffnung bisschen höher, dass es nicht rauskommt, dann kippst du da was rein und dann hältst du die andere Öffnung höher, dass es dir direkt in den Hals reinfeuert. Okay, alles klar. Also das ist das Gleiche wie in den ganzen amerikanischen Highschool-Filmen immer auf den Partys, genau, den Homeparty-Szenen. Genau. Ne? Ah ja, okay. Genau. Ja. Mhm. Ist eine lustige Nummer. Also ich finde halt dadurch, dass du es halt so mit einem Druck einfach ins Maul reinbekommst und einfach so ein Bier in 3 Sekunden wegkippst, so auf leeren Magen, da hat man auf jeden Fall immer einen guten Start, um dann in die Duschkabine zu gehen und da weiterzumachen. Ja, also du hattest mich auf jeden Fall bei mit Druck ins Maul kommen und sowas. Also muss das. Aber ich habe dann lieber so mit einem, wir wohnen ja an der polnischen Grenze und wir haben uns dann immer so Reds Bier geholt. Das war einfach, ist wie Mischbier, hat aber genauso viel Prozent wie normales Bier, also 4, irgendwas in der Richtung. Und das hat auch warm geil geschmeckt, weil beim Helene kannst du ja keinen Kühlschrank oder sowas mitnehmen oder bringt dir ja nichts, wenn du keinen Notstrom hast. Und da haben wir immer das mitgenommen und dann hast du da früh morgens damit gestartet und es war halt richtig geil. Also das schmeckte noch warm und hat natürlich trotzdem voll gemacht, auch wenn es so wie Radler geschmeckt hat. Ja, was wir immer machen, ist so standardmäßig hier einfach, wie heißt das, Brackwasser nennt man das an manchen Orten, weil es ist einfach hier Korn mit Wasser und Bröseleistee mischt. Ah, okay. Oh, nee. Also ich kenne... Klingt schon nach Kopfschmerzen, Alter. Ich kenn's nur ohne Wasser. Übelst geil. Das Ding ist halt, du nimmst dann halt einfach haufenweise Korn in PET-Flaschen mit. Ja. Bröseleistee hast du dabei und Wasser kriegst du auf jedem Festival auch halbwegs gekühlt. Deswegen ist es eigentlich perfekt, um sich damit abzuschießen. Kannst natürlich auch nur Korn-Eistee kippen, aber sonst ballert dann halt schneller und härter. Ja, so, ne? Ja. Am Festival, sag ich mal, willst du ja irgendwie möglichst ein bisschen länger was vom Tag mitnehmen, so bevor es irgendwie endet. Ja. Also wir haben es eigentlich dann immer so gemacht, dass wir sind halt relativ zeitig aufgestanden. Auf dem Vormittag haben uns dann einmal richtig vollgehauen bis zum Mittag, dann kurz gekomert und dann auf dem Nachmittag wieder bis zum Abend, dass du dann richtig steif aufs Festivalgelände gegangen bist. So war eigentlich immer unser Tagesplan. Ja. Ist auch eine gute Routine, ne? Kann man auch unter der Woche eigentlich ganz gut machen. Kann man auch machen, wenn man nicht auf dem Festival ist. Ja. Oh Junge. Ja, ist die Frage, ne? Wir sind jetzt bei was? 40 Minuten fast auf dem Tacho. Wo wollen wir weitermachen? Sollen wir weiter mit Geschichten machen? Ich hätte noch eine True-Suff-Story parat. Boah, ja komm, Alter, pack mal True-Suff aus. Ja, bitte. Ich meine, ich habe hier, glaube ich, schon erraten, was das für eine Geschichte ist. Und die ist ja auch wunderschön. Geht ein bisschen weg aus der Richtung hier. Hast du wirklich, ja. True-Suff. Okay, also ich habe letztens eine Zeitungsmeldung gefunden und die ist so wunderschön, dass man sie vorlesen muss. Und die Headline lautet: Mann, 52, von Pornos erschlagen. In seiner Wohnung in der Präfektur Kanagawa in Japan stapelte ein Mann tausende Pornohefte und dann das Unglück. Der Magazinstapel stürzte ein und begrub den Besitzer unter sich. Erst nach einem Monat entdeckten Verwandte die Leiche unter der 6 Tonnen schweren Pornosammlung. Oh Jesus. Ich schwöre, das ist nicht der geilste Tod, den man sich vorstellen kann, Alter. Wie viel wiegt so ein Heftchen? Ich glaube, ich würde mal so sagen, 200 Gramm, 300 Gramm. So, weißt du? 6 Tonnen. Je nachdem, wie viel Ejakulat da drin verkauft wird. Ja, obwohl, warte, es gibt doch, die Japaner, die haben doch so eine Neigung immer zu so Telefonbuch-dicken dicken Büchern, so, ne? Achso, ja, gibt es so Telefonbuch-dicke Pornos? Naja, aber die Mangas bei denen, also die Mangas in Deutschland werden ja immer angepasst. Also die sind da immer wirklich richtig fette Dinger, also wie so ein Telefonbuch, sehr, sehr dick irgendwie. Und die werden ja hier für den deutschen Markt immer dann zerkleinert, weil Deutsche halt immer schmale Hefte oder Bücher gewohnt sind. Wenn die Pornos da brauchst du auch für so ein paar Titten brauchst halt schon eine Seite. Also. Ist ja klar. Ja, aber überleg mal, Alter, was für ein ehrenhafter Tod ist das, bitteschön, Alter. 6 Tonnen. 6 Tonnen Pornos, die ist da quetschen, Alter.
Boah. Vor allem stell dir mal vor, deine Verwandten finden dich dann da, Alter, wie du von 6 Tonnen Pornos erschlagen wurdest. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ich musste bei der Meldung, ich hatte das ja auch auf Twitter gesehen oder es wurde mir zugeschickt vom Zuschauer oder so, keine Ahnung, aber ich musste direkt an diese Simpsons-Folge denken, weißt du, wo Bart bei der Mafia ist und wo man dann davon ausgehen würde, dass er irgendwie seinen Schulleiter hat umbringen lassen oder so und der dann bei sich eigentlich in der Garage liegt, weil er da auch unter seinen Zeitungen eingeklemmt war. Vielleicht war es einfach so die Vorlage für seinen Tod. Vermutlich. Möglich. Ja, das ist 6 Tonnen Pornohefte. Geil. Ja. Ja, das ist schon brutal. Aber überleg mal, Alter, vor allem so auch, ich meine, hat der Typ noch nie was von Streaming gehört oder sowas, weißt du? Ich wollte gerade fragen, das muss doch aber dann die spezielle Vorliebe sein, weil du kannst ja im Internet mittlerweile alles haben. Ja. Es muss ja dann die Vorliebe für speziell Heftchen sein. Ja, oder eher Sammler gewesen, weißt du? Ja, also, es gibt ja so kranke Sammler. Liebhaber. Ja, ja, genau. Also die sagt dann, ich will von hier... Meinst du, die tauschen auch Pornohefte dann und so? 100 Pro, Alter. 100 Pro, ich schwöre. Hast du die Nummer 1 von Dicke Titten durchgefügt? Ich schwöre, gibt es. Ich schwöre, 100 ja, Pro, Alter. 100 Pro gibt es Leute, die, so wie ich halt eine Comic-Sammlung habe, auf die ich sehr stolz bin, weißt du, weil ich sagen kann, ihr keine Ahnung, weil, guck mal, ich habe die Spinne Nummer 1 und Nummer 3 von 1970 oder sowas, weißt du? Gibt es halt Leute, die sagen halt. Und der hat Hängetitten Nummer 3. Und richtig, das, ganz genau. In der Originalausgabe. Erste signiert. Auflage ohne Wichsflecken, oh, Alter. Richtig. Mint. Da gibt es doch mal wenigstens Sinn, dass die in so einer Plastikfolie sind, dass die halt nicht vollgewichst werden. Oh Gott. Tja, hätte der gestreamt, wäre er noch am Leben vermutlich, ne? Wenn er nicht so ein kranker Sammler gewesen wäre. Das Ding ist ja auch, ich habe ja auch mal bei meinem ehemaligen Vermieter die Pornosammlung im Keller gefunden, ne? What? Habe ich die Geschichte euch mal erzählt? Nee. Hast du mal erzählt. Hast du erzählt? Ich habe es vergessen, erzähl sie nochmal. Ja, bitte. Ja, okay, pass auf, das Ding ist, in meiner ersten WG, wo ich hier in der Pfalz eingezogen bin, am ersten Tag hatten wir da schön ein Gebächer mit meiner neuen Mitbewohnerin und die anderen Mitbewohner, die da eigentlich wohnen, die waren alle noch gar nicht da. So, das heißt, nur die beiden Neuen und ja, haben gut einen gebechert, haben dabei eine Shisha geraucht und ich wollte dann die Shisha hochheben, und hab's halt oben an diesem Griffstück da angepackt, weil normalerweise sitzt es ja fest, auf dieser Bowl. Und dann ist halt, aber es war halt nicht so, und dann ist die Bowl runtergeknallt, das Ding ist oben ist mir runtergefallen dann, und dann ist halt die Asche auf dem PVC-Boden drauf und hat da erstmal ein paar Löcher in den Boden gebrannt. Und dachte ich mir so, ja, fuck, Alter, gerade erster Tag in der neuen Wohnung, die anderen Leute sind noch nicht da, Alter, und ich zünd hier erstmal erstmal den Boden an. Und dann dachte ich mir, ja gut, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, und bin dann halt im vollen Kopf losgetigert und wollte in die Garage vom Vermieter, weil ich wusste, der hat eine riesen Garage mit allen möglichen Werkzeugen. Und ich dachte, da finde ich irgendwas, um das irgendwie abzuschnörgeln oder so und dann drüber zu malen oder so. Keine Ahnung, was du halt im vollen Kopf denkst, was eine gute Idee wäre in dieser Situation. Ja. Und dann mache ich da auch so ein Spind auf unten im Keller, Alter. Denk mir, was ist das denn da unten? War eine haufenweise Pornos und der erste Titel so, der mir in die Augen springt, ist einfach irgendwie Opi fickt alle. Das war dann so der Moment. Moment, wo ich mir dachte, ja, gut, jetzt weiß ich, warum es hier so klinisch aussieht. Ey, ohne Scheiß, ne? Das war eine richtig gruselige Wohnung, ey. Das sah alles aus, als wäre es so, also es war so richtig steril, weißt du? So ein bisschen, als würden die da irgendwie Leute zerhacken und in die Wände einzementieren oder so. Ich sag mal, der Fund war jetzt auch nicht sonderlich förderlich bei dem Gedanken, ob das wahr sein könnte oder nicht. Opi fickt sie alle. Geil. Opi fickt alle. Ja, der ist gut. Ja. Guter Titel. Ja. Habe ich in der Mint-Version. Erste Ausgabe. Ich kaufe sie ab. Ist das hässlich, Alter. Im Vorgespräch, Tommy, haben wir uns ja entschieden, dass wir jetzt sagen, wir machen die Songs auf die Playlist nicht mehr in der Mitte, sondern so eher im letzten Drittel, ne? Genau, ja. Einfach nur, damit es halt nicht so diesen Gesprächsfluss immer rausballert, weißt du, wie es sonst war. Richtig, weil man dachte, richtig. Ey, jetzt halbe Stunde, jetzt müssen wir aber abliefern. Ja, genau. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir können ja jetzt, weil gerade so ein kleiner Dings, und ich glaube, mein Bier ist auch gleich leer, können wir jetzt schon mal einen Song auf die, wollen wir einen Song auf die Playlist ficken? Können wir aufficken, ne? Ja. Okay, schön aufficken. Broiler, bist du auch am Start, dass du einen Song mit drauf ficken willst? Ja, klar, logisch. Gut, dann würde ich dir den Vortritt lassen. Pack noch einen Song auf die Playlist, Baby. Ich würde gerne drauf haben von Johnny Cash, Cry, Cry, Cry. Ui. Sehr nice. Sehr nice. Tommy, was ist dein erster Song? Ich hätte von 21 Pilots Jumpsuit. Kenne ich nicht. Kannte ich auch nicht. Kannte ich auch nur durch meine Freundin, weil die den mega laut im Auto gehört hat. Und das ist ja immer so, ich finde immer so ein bisschen so Kriterium, ob Lieder geil sind oder nicht, ist manchmal, wenn du im Auto unterwegs bist und ob die geil scheppern oder nicht, so weißt du. Ja, kenne ich. Ja. Und das ist halt so ein Lied, das scheppert ganz geil. Ja. Ja. Sehr nice, okay. Robert, was ist dein erster Song? Bedienen wir uns der Vorgespräche. Wir hatten ja gerade so ein bisschen Ficken, Pornos etc. Wir nehmen von Pornomafia, in dem Fall ist Frauenarzt und King Orgasmus One gemeint. Sehr nice. Als
Song vom Album King of Bass, All You Can Fuck. Ja? ballert auch gut im Auto, kann ich bestätigen. Ja, das kann man auch gut neben kleinen Kindern wahrscheinlich irgendwie anhören. Ne? Wenn er an der Ampel steht, einfach mal aufdrehen, der Teil. Ja, sehr nice. Und nach diesem, sag ich mal, Ausflug in die Welt der kulturellen Elite, Hochbildung oder sowas, würde ich jetzt sagen, gehen wir zurück in die Gosse und ich ticke drauf, ich scheiße jetzt richtig rein, von Chopin, Nocturne Opus 9, Numero 2. Das ist ein Klaviernachtstück. Und warte, ich will kurz, ganz kurz was anmerken. Ich werde das in der nächsten oder übernächsten Folge auflösen, warum ich das heute draufgefickt habe. Chopin, Nocturne. Du hast heute ein Date. Nee. Nocturne Opus. Nein, bei einem Date würde ich eher das hier von Robbie hören, Alter. So Pornomafia und so. Und nicht Chopin, Alter. So, nein. Aber Chopin ist doch immer eher so melancholisch, oder? Ja, richtig, ja. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, das kenne ich aber. Ja, das ist also recht bekannt, die Melodie. Also ich glaube, das ist, wenn man das dann hört, dann, das hat man schon mal gehört auf jeden Fall, ja. Sehr angenehm zum Hören auf jeden Fall. Ja, Broiler, deinen zweiten Song für die Playlist. Ich hätte vom Boss Bruce Springsteen Arm on Fire genommen. Sehr nice, Alter. Ich höre fast keine neue Musik, deswegen. Feiere ich extrem auf jeden Fall, dass du so ein bisschen Diversität dann noch einbringst in unsere Playlist, die ja sowieso generell sehr divers gestaltet ist. Aber Bruce Springsteen, ja, wäre nicht mein Tipp gewesen, aber passt auf jeden Fall gut drauf, ja. Ja, nice. Ja, ich dann auch so ein bisschen dem Gast zum einen geschuldet, würde jetzt einfach mal Spaceman von Electric Callboy mit Finch draufhauen. auch ein geiles Lied, freue ich mich auch richtig drauf, weil Electric Callboy kommen auch zum Summer Breeze. Ah, wann ist denn das? Da freue ich mich richtig drauf. Schön Leute wegmoschen. Sehr nice. Die machen gut Action, die Jungs, ne? Finde ich gut. Ja, Max hat sie jetzt, wann? Letzte Woche oder so hat er sie, glaube ich, in Saarbrücken gesehen. Geil. Ja. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit jetzt nicht ganz so asozial, eigentlich gar nicht asozial, von Clock Clock Red Light. Gibt es einen normalen Song. Ich möchte aber die Stripped Version von Glockenbach mit drauf haben. Ist eine schöne Piano-Version und da wird fleißig gesungen. Ja? Ist nicht ganz so asozial heute. Sehr schön. Und ich packe als letzten Song einen Klassiker drauf. Ich vermute mal, Broiler wird ihn kennen. Robby vielleicht auch, Thomas definitiv nicht. Und der war von Herbie Hancock, Rocket. Ja, du hast nur Cock gehört, Alter. Rocket, das ist dieses. Kennst du, also sehr gut gemacht. Das ist, jetzt habe ich so halbwegs erkannt. Das Problem ist, ich kann mit Namen immer überhaupt nichts anfangen, weil ich so ein extremes schlechtes Namensgedächtnis habe. Ah ja, okay. Aber okay. Hören und sehen, dann macht's Klick. Ist halt ein Klassiker des Fusion Rock irgendwie in Richtung Elektro noch. Also einer der ersten Elektro-Songs irgendwie. Das Video davon ist auch sehr fantastisch. Kann ich nur empfehlen, jedem. Herbie Hancock, Rocket. Ja, ich kenne das Lied tatsächlich. Ich kannte den Namen auch nicht, aber ich habe es jetzt gerade angemacht. Ja, klar. Klassiker, sehr gut. Sehr viel sehe gerade nur das heute wieder. Wunderbar. Ich sehe gerade nur das Video wieder irgendwie so Frauenbeine. Ja, genau. Das Video ist halt komplett so robotermäßig durch so ein Ding laufen. Richtig. Das Video ist so komplett irgendwie auf so hier auf Dings gehalten, auf so Schaufensterpuppen und Elektronik-Scheiße und Haushaltsgegenstände. Das ist total wahnsinnig, aber also das ist wirklich super. Also, Ey, da könnte man einen verdammt geilen Horrorfilm draus machen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Da gab's da nicht irgendwie so ein, wie heißen die immer so Creepypasta-Shit, wo da irgendwie so ein komischer Frauenroboter irgendwie ins Darknet irgendwie so komische Hilferufe sendet oder irgendwie so ein abgefuckter Scheiß? Was? Und wo gesagt wird, das wären irgendwie die Schreie von einer richtigen Frau, die dann irgendwie, keine Ahnung, über den Roboter dann irgendwie abgespielt werden und die Frau hockt dann irgendwie so im Keller und ist gefangen oder so. Das klingt irgendwie sehr kompliziert. Nicht irgendwie sowas? Also so, weißt du, da ist das ein Roboter, der schreit ins Darknet, aber das sind dann nicht die Schreie von einem Roboter, sondern eigentlich eine Frau, die über den Roboter ins Darknet schreit. Nein, nee, das Ding ist wohl irgendwie so gewesen. Angeblich sollen das halt wirkliche Aufnahmen von irgendeinem Mord sein, keine Ahnung, die halt im Darknet dann gelandet sind, wo halt eine Frau quasi in einem Loch irgendwie einzementiert wurde oder so, keine Ahnung, und halt alle ihre Geräusche und so weiter, die sie macht, die werden halt auditiv an so einen Roboter übertragen und der redet dann mit so einer Computerstimme und bewegt sich dazu. Alter. Die Videos davon wurden dann hochgeladen. Aber also auf so eine Idee muss ja erstmal kommen, Alter. Ich dachte schon, ich wäre spacig, weil ich hier für meinen Song hier Höllensturz habe ich diese Dinger gesampelt. Und zwar sind das diese Geräusche, die in diesem Höllenloch in Russland gehört worden sind. Da gibt es doch dieses riesige Loch, was angeblich das Tor zur Hölle sei. Und da wurden so Geräusche gehört. Und die habe ich dann irgendwie bei YouTube, da gibt es ja 1000 Videos zu, rausgesampelt und in den Song eingepackt dann da. Und das schon, das wäre abgespaced, aber eine Olle wird einzementiert, da ist dann ein Mikrofon drin. Aber das hört sich genau nach dem an, was so kranke Menschen machen würden.
Also, ja. Ja. Warum geben sich Psychopathen immer so eine kranke Mühe, Alter? So bringen sie einfach um und gut ist so. Nein, die wird erstmal jetzt einzementiert, dann kommt noch ein Mikrofon dazu, dann baue ich einen Roboter, der das Mikrofon empfängt und der gibt das Internet Signale ab. So, Alter, Dicker, entspann dich mal, weil hast du viel Zeit oder was, so, weißt du? Ja, ich glaube, die wollen ja schon, dass das dann was Besonderes wird, was so um die Welt geht. Genau, ne? Es ist ja nicht nur der Akt. Du willst dann ja deine Bestätigung. Ja, der Akt des Tötens ist ja da nicht das Besondere, sondern genau das, was er sich da halt ausgedacht hat, dass er die da einmauert und die Geräusche überträgt und so. Also, naja. Ja, das ist schon ein bisschen krank, was die sich da alles ausdenken. So. Also ich, wie gesagt, super krank. Ich bin ein bisschen krank. Ja, ich finde aber diesen Aufwand, den die betreiben, das ist ja wie bei 7, wo der Typ da irgendwie ein Jahr lang hält diesen einen da bei sich in diesem Zimmer gefangen, weißt du, mit den Duftbäumen, diese Szene, ne? Der liegt irgendwie und kein Licht sieht und der ist dann so ein Jahr lang da und wird aber ein Jahr lang von ihm gefüttert auch. Und denkst du so, Alter, du gibst dir so eine scheiß Mühe, nur um ein paar Bullen zu verarschen, so, weißt du? Was ist los mit dir, Mann? Das finde ich mal so unglaubwürdig bei solchen Filmen, weißt du? Wenn da irgendwie so der Böse gibt sich so überkrass Mühe und macht so 5 Jahre lang Vorbereitung dafür, um irgendwen richtig zu ficken, so, weißt du? Und ich denke mir mal so, Mann, Alter, wir schießen einfach so, weißt du? Aber das Ding ist, wir sehen ja gerade, dass es nicht so unwirklich ist eigentlich so, ne? So, die abgefuckten Leute, die hast du ja wirklich, die dann denken, ey, das ist jetzt irgendwie mein Kunststück so, weißt du, ich muss der Welt zeigen, was ich kann und ich will unbedingt meine Bestätigung dann irgendwo in den Nachrichten sehen und weiß ich nicht was. Hast du ein Stichwort dazu, zu diesem Creepypasta-Ding, von dem du gerade erzählt hast? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich hoffe auch, ich habe die Geschichte richtig erzählt, ich hatte die irgendwie so im Kopf. Creepypasta, Frau eingemauert, google ich jetzt einfach mal. Suchvorschlag von Google, Creepypasta, Frau eingemauert, Sauerteig. Was? Das ist aber der Google-Suchvorschlag. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Max und Moritz. So, warte mal, die Geister von Amherst. Die Flüsterstimme wabert durch den Raum, bla bla, sie horcht stille. Nee, das ist eine Creepypasta-Scheiße. Achso, das ist eine Geschichte, die sie mir geschrieben hat. Ja, okay, muss man die auch mal wissen. So. Der eingemauerte Schrei. I Feel Fantastic oder so heißt dieses komische Roboter-Video da. I Feel Fantastic? Aber vielleicht ist das auch was anderes, Alter. Vielleicht bin ich auch einfach nur auf die Creepypasta reingefallen, so, weißt du? Ja. Ist das eigentlich der Sinn von Creepypasta? Sollen die echt wirken oder wie ist das? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sollen halt nur gruselig sein, oder? Ja. Mhm. Yeah. Und natürlich ist dann, wenn es echt wirkt und man sich das wirklich vorstellen kann, dann ist es wahrscheinlich gruseliger, oder? Ja, es ist geil auf jeden Fall. Ja. Ja. Gibt es auch diesen Slenderman und so was, ne? Und das ganze Zeug. Ah, der Hurensohn soll die Schnauze halten. Da gab es noch dieses Viech. Es gibt so eine YouTuberin, wie heißt die? Becky? Becca? Und die hat irgendwie. Rebecca Wing. Also. Ja, genau, Rebecca Wing, richtig. Und die hat irgendwie dann so einen Trend aus Japan aufgegriffen, wo es darum ging, dass irgendwie dann so ein der Geist von einem toten Mädchen durchs Handy spukt oder sowas. Das war so eine Kettenbriefscheiße auch. So, sende diese WhatsApp weiter, weil sonst bleibt der Geist in deinem Handy hängen und sowas. Also, wo du dir einfach denkst, so als normaler Mensch, okay, Alter, so scheiße doof kann einfach keiner sein. Aber du vergisst, es gibt Kinder und Jugendliche, die halt einfach dumm sind von Haus aus so. Und die haben halt diese Sendung von der Alte geguckt, haben sich voll eingeschissen und sowas. Wegen diesem Blödsinn, Alter. Das ist so krass, Alter. Ja, aber das ist auch eine Freundin von mir, arbeitet an der Schule und die hat auch erzählt, Alter, die musste dann erstmal hier den Kindern irgendwie Aufklärungsunterricht machen, dass das alles nicht echt ist und dass das irgendwie, ne, das war ja diese komische Statue da, Alter, dieses halb Mensch, halb Vogel. Ja, ja, genau. Momo meinst du, oder was? Ja, Momo, dieser Bastard. Ja, genau, dieses Momo. Ja, Momo, das genau. Das war Momo ja im Endeffekt nur irgend so eine japanische, ja, auch Ahnung, so Alter, dumm, so eine Figur, Alter, aus irgendeinem Museum. Und die ganzen Kinder haben das aber natürlich alle geglaubt, ne? Und ja, dann klar. Ein Kind hast du dann immer, das ist das Oberarschloch, der schreibt dann den anderen Kindern mit unterdrückter Nummer hier, ja, Alter, ich fress die auf und weiß ich nicht, dann scheißen sich da alle der Reihe nach an. Das ist nicht auch mit dieser komischen YouTube-Trend-Sache da, mit der, keine Ahnung, der Master oder so hat wieder geschrieben und so, wo die dann so auf mega überrascht tun und das halt alles nur gespielt ist. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Ja, ganz okay, bist du da, ey. Ja, es gibt halt genug Leute, also wahrscheinlich immer jüngeren Alters, die dann halt eben nicht wissen, dass es fake ist und gespielt ist. Ja klar, dann, das ist die Gefahr halt, ne? Ja, und dann das ist schon krass, aber, ne? Ja, da gab es auch dieses Blue Whale Challenge Ding, was da angeblich aus Russland kam, wo dann gesagt wurde, das wäre real gewesen. Dabei war das irgendwie gar nicht echt, aber trotzdem haben Medien das aufgegriffen. Dann kamen natürlich immer die Trittbrettfahrer an, die dann da auch die Leute dazu gebracht haben, dass sie sich da irgendwie in 30... Also falls ihr es nicht wisst, was das war. Ach genau, warte mal, das war doch dieses Spiel, wo du da am Ende dich sehr umbringen musst, ne?
Ja. Ja, genau, das waren dann irgendwie so 30 Challenges, immer härter sollte das dann werden. Das fing dann an mit, weiß ich nicht, piss in die Hose, mach ein Bild von, schick's mir oder so, keine Ahnung, das ist dann bis auf Stage 30, das war dann irgendwie, ja, bring dich um. Und dann gab's wohl tatsächlich Leute, die das dann halt, ja, übernommen haben und dachten, yo, Alter, ich bin jetzt richtig lustig und schick das irgendwelchen Leuten. Ja, und dann sind da wohl wirklich Leute dann zu Tode gekommen, so. Mhm. Also, denkst, Alter, sehr. Okay, cool, aber ganz ehrlich, oder? Jetzt mal, also jetzt mal unabhängig von allem, aber was ist das für ein Scheißspiel, wo die letzte Aufgabe ist, bring dich um? Ja, das sind Teenager, Alter. Warum sind Teenager so scheiße einfach? Erklär mir das mal. Warum sind die so blöd und scheiße, Alter? Was stimmt denn nicht mit denen, Mann? Das sind so richtige Mensch-Azubis, weißt du? Das sind noch nicht richtig vollwertige Menschen, können nicht denken. Ey, so. Die sind vor allen Dingen auch extrem grausam, also ist halt. Ja, das kommt dazu, halt, ne? Ja. Das ist echt mal das Krasse, wenn du so siehst, auch das siehst du auch in diesen ganzen komischen, diese ganzen Highschool-Filme und so was. Ich kenne das ja auch noch damals aus der Schule, weißt du, so, wenn die so 13, 14 sind. Guck mal, der wiegt 10 Kilo mehr als alle anderen, lass ihn mal mobben, bis er sich umbringt, geil. Weißt du, so. Ich glaube, das Gefährliche ist halt einfach, wenn der moralische Kompass noch nicht so direkt eingestellt ist, genau. Und du dich halt ausprobierst, dann, oder auch über die Grenzen hinausgehen willst, dann kommt halt sowas bei raus. Ne? Sadistische Schweine, Alter, ey, wirklich. Ja, heranwachsen sowieso, Alter. Alles so hier Dings, so Kropfzeug da. Entschuldigung, ich bin angesickert, so, ey, egal. Oh, schön. So, wollen wir mal ins Fragenlotto reinstarten? Juhu, oder wie sieht's aus? Machen, ne? Habt ihr Bock? Fragenlotto. Okay, für Broiler nochmal, falls nicht weiß, also jetzt kommen einfach nur Fragen, die wir dann einfach beantworten, die uns vorher auf Instagram zugeschickt wurden. Yeah. Yes. Und die lesen wir hier einfach zusammen vor und dann beantwortet einfach jeder, was da gefragt wird. Ja, und wir machen das so ein bisschen randommäßig. Du kannst auch gerne antworten dann. Ne? Ja. Also deswegen, also warte mal, wie komme ich jetzt hier rein? Warte mal, ich bin jetzt auch im... Ich muss auch erstmal gucken, wie ich da reinkomme. Ey. Ui, Fragenlotto, alle ansehen, okay. So, und jetzt kommt das Fragenlotto. Okay, ein Joshua fragt, Hund oder Katze? Katze. Safe Hund. Katze. Hund. Katze. Echt? Nee, Katze, alter Katze. Hund. Tommy, du Hundesohn, ey. Alter. Was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch 3 Stunden zu leben hättet? Oh, ich würde mir stabil noch einen wichsen, ne? Ja, also das fiel mir auch Schuss mir durch den Kopf. War dann echt viele abgefuckte Fragen dabei heute. Ja, gönn, hau eine raus. Ja, warte, ich muss welche raussuchen, für die wir nicht umgebracht werden. das ist immer das Ätzende. Oh, ich hab eine geile. Fragen nicht so lang sind, zu lang sind. Wenn ihr durch einen Irrtum in eine Irrenanstalt gesteckt werdet, wie überzeugt ihr die Leute, dass ihr nicht verrückt seid? Oh Gott. Ich würde jetzt erstmal so denken, okay, es wäre jetzt voll clever hinzugehen, zu sagen, pass auf, ich bin nicht verrückt, ich kann euch auf Anhieb 20 Gedichte von Goethe auswendig aufsagen. So, weißt du? Aber dann würdet ihr denken, so, mein Alter, wer ist so behindert und lernt 20 Gedichte von Goethe auswendig? Der bleibt auf jeden Fall hier, der Typ, so, weißt du? Das ist echt schwierig. Das ist so ganz, ganz schwer, weil vor allen Dingen so, keine Ahnung, alles was Psychologie anbelangt, ist ja mehr oder weniger so, weiß ich nicht, so auch auf subjektivem Empfinden so basiert es. Und wenn dich halt einer nicht leiden kann, dann sagt er halt mal weiterhin, dass du halt psychisch krank bist und in die Klapse gehörst. Richtig. Da gab es doch diesen Trittbrettfahrer hier, ne? Dieser, der sich diese Krankheiten ausgedacht hat und so. Wie ist denn der überall da war? Und da gab es vor allem ein Experiment. Da haben Leute einfach, haben sich einweisen lassen, ganz normal Leute in Irrenanstalt, und haben sich da ganz normal benommen. Also so, also haben jetzt nichts, also sich ganz normal verhalten und meinten irgendwann, sag mal, können wir jetzt immer mal hier raus? Und die so, nee, sie sind ja hier, sie sind ja krank. So, ne? Und es gab keine Diagnostik dafür, die wurden einfach nur eingewiesen mit der Diagnose irgendwie Schizophrenie oder so oder irgendwas, ne? Aber haben sich halt ganz normal benommen, aber waren eben stigmatisiert, weil sie diese Diagnose hatten und kamen nicht mehr raus, so, ne? Ja. Gab es da nicht auch diesen Fall, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Typ war, die irgendwie so Bankgeheimnisse irgendwie rausplaudern wollte, dass da irgendeine große Bank irgendwie Scheiße baut und dann für mehrere Jahre in der Irrenanstalt einfach mit so einem Fake-Zeugnis da irgendwie weggesperrt wurde, damit er das nicht machen kann. Gustl Mollat war das. Oder Gustl Mollat, das war der Typ, und dessen Frau hat das gemacht, richtig. Gustl Mollat. Dessen Frau hat irgendwie mit der Bank diese Scheiße gebaut, er kam dahinter, hat das rausbekommen, dass sie da irgendwie Gelder veruntreut, und dann hat sie dafür gesorgt, dass er in die Klapse kommt, irgendwie mit irgendwie der Hilfe von irgendwie keine Ahnung was. Ist ein sehr interessanter Fall bei Wikipedia, Gustl Mollat, also Gustl, G-U-S-T-L und dann Mollat mit Doppel-L und T-H am Ende. Lest euch mal durch, ist wirklich krasser Fall, ist ein riesiger Justizskandal in Deutschland gewesen. Ich sehe gerade, er hat 600.000 Euro
Entschädigung erhalten. Ja, ich finde es schon erschreckend, so wenn dir einfach, in Anführungszeichen, einfach deine, weiß ich nicht, Mündigkeit abgesprochen wird und du irgendwo in ein Loch gesteckt wirst und du halt dich so normal verhalten kannst, wie du möchtest, aber du aufgrund der Tatsache, weil du ja da bist, auch dahin gehörst, so sich mit sich selbst begründen, ist halt echt nicht so geil. Nur weil auf dem Festival halt irgendwie da in Duschen pisst oder so, was du in Zelt beschreibst oder so. Anderweitig normal verhältst, so, ne? Ja, krasse Nummer. Meintest du vielleicht Gerd Postel? Genau der, genau den meinte ich. Gerd Postel? Ja, genau. hat mich auf Twitter letztens angewichst. Der hat mich auf Twitter angewichst. Der hat mich auf Twitter blockiert. Echt? Ich hatte blockiert? Irgendwann mal, weil ich irgendein Gift geteilt habe, was er nicht lustig fand. Oh, der alte Briefträger. Okay, pass auf, hier nächste Frage, die finde ich auch sehr schön. Wo seht ihr euch, wenn ihr ins Alter kommt, in dem man sich täglich einkackt und Lungenprobleme hat? In meinem normalen Leben, Alter, so. Ja, ist ja nicht anders gar, ne? Also ich hoffe, ich sehe mich dann so alt. Also, dass man halt irgendwann, keine Ahnung, man kann ja auch noch mit 80 so normal sein, dass man sich nicht einscheißt oder so. Und wenn es dann irgendwann... Wenn es dann irgendwann vorbei ist, dann hoffe ich, geht es mit einem Knall und nicht noch, keine Ahnung, 10 Jahre lang rumliegen, bettlägerig sein und gefangen in seinem Körper. Deswegen sehe ich mich da eigentlich nicht so in dem Alter. Außerdem rauche ich und trinke ich, deswegen werde ich eh nicht so alt, also von daher. Sehr gut, das ist mein Mann hier, sehr gut. Ja, provisorisch einfach schon mal. Lebenszeit aktiv verkürzen. Ja, ansonsten hoffe ich, sehe ich mich irgendwo da, wo meine Kinder und so weiter mich dann nicht sehen müssen, so, weißt du. Wie blickt ihr in die Zukunft unserer Spezies? Voller Hoffnung oder auf den Weg in den Abgrund? Wie blicken wir da rein? Wie sehen wir das? Also ich sehe eine klare Kreisbewegung vom Neandertaler zum Homo sapiens sapiens zurück zum Neandertaler. Und da sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von. Ja. Ja, ich sehe es sitzend und zuschauend, was da so passiert. Da kann ja eh nicht viel drauf einfließen. Sitzend und zuschauend und wichsend hast du vergessen. Sitzend und wichsend. Also, ich würde sagen, eher tendenziell eher negativ. So, keine Ahnung, es ist so ein riesiges Fass, was man aufmachen kann, aber weil im größten Teil, ich glaube, da gab es ja diesen Film über diesen Asteroiden hier mit von Netflix mit Don't Look Up. Genau, Don't Look Up und so. Und ich schwöre, es würde wahrscheinlich genau so sein, jetzt mal von den ganzen Einzelheiten abgesehen, aber dass die Gier einfach darüber siegen würde und dann einfach das Los der Menschheit besiegeln würde und dann uns alle in den Abgrund stürzen würde. Ja. Deswegen, ja, safe. Deswegen schaue ich da eher negativ gestimmt hin, aber es hat ja jetzt keinen direkten Einfluss auf mein Verhalten, also von daher ist halt so. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Film ist auch wirklich nur so populär geworden eigentlich, weil man sich halt so drin wiedergespiegelt hat einfach. Ja, weil du halt diese ganzen Facebook-Kommentare haben halt Gesichter bekommen quasi, so, ne? Und, die ganzen Tweets. So, hier sind zwei Fragen und eine davon sollte man beantworten, die betreffen das gleiche Thema. Und zwar Meinung zu SpongeBob und wie findet ihr SpongeBob? Ich bin bereit. Ja, SpongeBob ist King, Alter. Ich liebe ihn. Ja, fühle ich. Ja. Ich gucke das heute noch ab und zu, also das ist lustig, weil meine Nachbarin ist auch Fan von dem und manchmal schicken wir uns abends dann, also dann schickt sie mir oder ich schicke ihr irgendwie so Bilder, wie wir gerade SpongeBob gucken und das ist mal sehr lustig und sowas, ja. Also. Es gibt auf Instagram so eine SpongeBob-Meme-Seite, die finde ich sehr geil. SpongeBob-Memes? Ja. Wo halt so normale Alltagssituationen halt einfach mit SpongeBob-Video-Ausschnitten gezeigt werden. Da ist ziemlich viel geiler Scheiß dabei. Aber wird bei dir dann nicht. Das glaube ich. Das habe ich eigentlich letztens auch gesehen. Ja, super geil. Es sind super lustige Sachen dabei. Ja. Aber triggert das bei dir nicht irgendwie PTSD oder so schwarz? Weil bei deiner Hausdurchsuchung damals SpongeBob? Ja, also auf der einen Seite ja, aber ich habe danach noch so oft SpongeBob geguckt und so was. Also ich habe das wieder überlagert mit neuem SpongeBob-Content quasi so. Ne? Sehr gut. Und, sehr gut. Ja. Ich hatte mal ein sexuelles Erlebnis, während SpongeBob? Nein, aber während SpongeBob. Ja, währenddessen lief SpongeBob und das war diese Folge mit Aufsichtsperson. Und das hatte ich halt so eine Alte weggenagelt. Und das war halt lustig, weil immer, wenn ich diese Aufsichtsperson höre, muss ich daran denken, so, ne? Ja. Kriegst immer direkt eine Latte, ne? Ich hatte das vom Kinderfernsehen. Ich hatte das aber auch schon mal, weil normalerweise kann ich immer recht gut alles ausblenden, aber da lief irgendwie, keine Ahnung, Criminal irgendwas oder Autopsie oder so. Yeah. Und gerade so voll am Rummachen, hier, da, dies, das. Und dann irgendwas so, ja, wurde ihr Kopf abgehackt und ihr Herz rausgeschnitten. Und du so, oh, geil, sorry, ich komme. Sorry, ich muss hier mal kurz den Fernseher ausmachen. Also das ging gar nicht. Also, das war mir zu viel.
Oh Gott. Das ist der Unterschied von dir und uns. Wir hätten gesagt, mach lauter. Mach mal lauter da, richtig. Ah, oh, schön. Okay, aber ich hab. Ist es legitim, seine Stiefmutter zu knallen, Schwarz? Ist es okay? Seine Stiefmutter zu knallen? Seine Stiefmutter mal wegzumachen, richtig. Ich habe ja keine Stiefmutter. Stiefmutter, nee, Stiefmutter heißt, du bist nicht mit der verwandt, ne? Genau, richtig. Ja, wenn du dich, wenn du, ja, würdest du dem Vater das antun, Alter? Der muss halt gucken, genau. Wenn der Vater dich danach totschlägt, hast du halt auch nichts gewonnen. So. Ja, aber es ist ja auch die Frage, ob du deinen Vater emotional so verletzen willst, dass du deine Frau wegballerst. Mhm. Also, ja. Das ist eine moralische Frage, so, weißt du? Also nicht, ob ja, so. Ja. Also ich würde hätte ich eine Stiefmutter, würde ich die nicht wegficken. Mhm. Auf gar keinen Fall. Ich wollte gerade sagen, so, es gibt ja diesen Fetisch so, den kannst du ja vielleicht ausleben, indem du dir da Pornos anguckst, aber du musst schon ein ziemliches Schwein sein, um das zu machen. Ja, ja, also, auf jeden Fall. Ja, ja. Safe. Thomas, du bist so still? Ich, du winkst gerade. Ich hab gerade überlegt, wie ich sie wegmache. Ich hab sie gerade vorgestellt. Okay. Ich war am Wichsen. Okay, hier ist noch eine geile Frage, die finde ich super. Ich stelle sie einfach mal in den Raum. Was ist ein Fragenlotto? Ja, habe ich auch schon gelesen, also bodenlos. Das ist wirklich so, also so eine Unverschämtheit, Alter. Das ist wie wenn du, irgendwie so, keine Ahnung, was in den Vatikanstaat fährst, in den Petersdom, und dann sagst du, wo ist der Frittenstand hier, weißt du, so, keine Ahnung. Einfach so eine, wie sagt man, so ein Sakrileg quasi, so, weißt du? Was ist Porno? Ja, ja, was genau. Ist Porno? Was ist das, ne? Wie ihr seid noch Jungfrau. Okay, die Frage hier finde ich ganz interessant. Welche Idole habt ihr? Sylvester Stallone, ne? Ja. Oh, da ist schon ein Idol für mich. Also, auf jeden Fall. Wenn ich mich auf einen wirklich festlegen müsste, würde ich, glaube ich, echt sagen Ice-T. Ice-T, weil das, okay, warum? Das war der erste Rapper, den ich, also dieser erste, nicht der erste Rapper, den ich gehört habe, aber einer der ersten Rapper, die ich halt wirklich übertrieben krass gefeiert habe. Und der hat mich, also ich feiere alle seine Alben, also die von den ersten 6 Alben sind wirklich, da, also jedes von denen. Habe ich irgendwie zu einem bestimmten Lebensabschnitt gehört, der sehr prägend war. Und ich habe ihn auch in Law and Order in der Serie gefeiert und so. Da feiere ich ihn immer noch dann da. Und ja, ich weiß nicht, man, der Typ ist mittlerweile 60 und ist einfach immer noch so ein richtig mieser Motherfucker so, ne? Und der ist trotzdem, der haut sein Street-Knowledge raus, der grindet auf Twitter rum und so was und auf Instagram und so. Und also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre er das, glaube ich, ja. Okay. Oh, wild. Ja, stark. Ja, wie sieht's bei dir aus, Bräuler? Hast du irgendwelche Idole? Also ich hab mir tatsächlich auch mal die Frage so gestellt und dann bin auch so irgendwelche bekannten Personen durchgegangen, die ich halt so cool finde. Aber irgendwie eher nicht so, weil wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch sagen, tatsächlich mein Vater. Denn den kenne ich halt und den, da weiß ich, wie er sich in manchen Situationen verhält. Und das ist einfach für mich ein absolutes Vorbild. Die Integrität, die er hat und vor allen Dingen auch den Willen, die Willenskraft, das ist auf jeden Fall für mich so eine Sache, wo ich sage, da will ich auf jeden Fall hinkommen. Und vor allen Dingen, er ist halt absoluter Familienmensch und schon Ewigkeit mit meiner Mom verheiratet, was ich auch geil finde und was ich irgendwann später auch haben will. Und natürlich auch Kinder. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil, das Leben, was er hat, und will es ihm gleich tun oder nachmachen. Nice. Voll nice, ja, cool. Alter. Das ist richtig, richtig, eine richtig nice Antwort. Und ich hoffe, dein Vater wird irgendwann in den Genuss kommen, das zu hören, diese Antwort. Weil das ja, die Folge darf er ja nicht hören. Ich muss ihm, wenn, dann nur den Schnipsel schicken. Dann schneid ihm das raus. Wir können das ja rauskappen. Wenn ich Vater wäre und mein Sohn würde sowas in einem Podcast über mich sagen, wo die halt über Pisse und Feste. Dann würde ich ein bisschen heulen, ne? Da würde ich ein bisschen heulen. Nee, wirklich. Ja. Das ging sogar mir gerade nahe. Und das ist sehr nett, dass du das sagst. Ja. Danke. Thomas, was ist dein Vorbild? Ja, das ist jetzt das Ätzende. Jetzt muss ich ja auch mit irgendwas Coolem um die Ecke kommen. Jetzt bin ich hier voll im Zugzwang. Nee, tatsächlich so ein bisschen hatte ich mir gesagt, hier Trey Parker und Matt Stone, hier die Macher von South Park. Und zwar, weil ich es immer so schön fand, wie die so auf so viele Sachen scheißen. Weil ich male und animiere ja selber super gerne. Hatte ja auch immer so den kleinen Traum, irgendwann mal eine richtige Cartoon-Serie zu haben. So, ich habe jetzt ja diese Kurzvideos und so weiter, alles Mögliche, aber dann mal irgendwie so eine richtige animierte Serie. Das ist immer so der Traum, der da irgendwo in den Sternen rumfliegt. Und es gab eine Dokumentation, beziehungsweise die gibt es irgendwo immer noch, aber leider scheinbar nicht mehr auf YouTube. Wo einfach mal so gezeigt wird, wie die quasi so einen Drehtag haben und wie so eine South Park-Folge entsteht. Ne? Weil die machen ja eine komplette Folge in einer Woche. Ja. Ich glaube, die Doku hieß irgendwie 7 Days to Air. Und die habe ich mir immer super gerne angeschaut. Und da habe ich immer versucht, mich so ein bisschen drin wiederzusehen, weißt du? Und immer, wenn ich halt so eine
ja, so Schreibblockaden hatte oder so, habe ich mir immer diese Dokumentation angeschaut auf YouTube damals. Und das hat tatsächlich geholfen. Voll nice. So, weißt du, dass man wieder ein bisschen entspannter war und dann einfach die Gedanken wieder ordnen konnte und dann wieder Witze schreiben und so weiter. Geil. Und ich finde es geil, was die erreicht haben. So, South Park ist eine geile Serie, die ich auch bis heute immer noch aktiv schaue. So, die letzten Staffeln haben ein bisschen nachgelassen, Alter. Leider, aber so, ja, allein die ersten paar South Park-Staffeln, ne, das ist legendär. Ja. Jawohl. Gut. Jawolski. Wollen wir noch eine nehmen oder wollen wir noch? Oder? Ist die Frage, ne, wenn wir jetzt noch die Empfehlung der Woche raushauen wollen. Ich weiß ja auch nicht, wie es bei dir aussieht, Bräuler. Hast du noch Zeit oder? Ich habe noch, ich sag mal, 20 Minuten hätte ich noch maximal. Dann muss ich los, also ein bisschen können wir noch. Okay, dann klatschen wir noch eine Frage rein, danach gehen wir ins Dings rüber. Ja, ja, okay. Hat einer von euch eine coole Frage? Ja, ja. Hau raus. Wer von euch würde eher bei Jackass mitmachen? Das würde mich auch interessieren persönlich. Ich habe Jackass noch nie geguckt. Noch nie geguckt und noch nie irgendwie konsumiert. Deswegen bin ich raus. Echt? Aber ich habe Jackass super gerne geschaut und als Kind hat man dann auch so viel Scheiße nachgemacht. Genau. Weißt du, da gibt es einen Kollegen, die Videokamera hat, da rennt sie gegen die Wand und so. Ja, ja, ja. Es ist super traurig, dass ich diese Videos nicht mehr habe, aber ist also haben so, wir schon sind alle auf, diesen alten K750i-Handys, die halt alle irgendwann mal Schrott gegangen sind, wo man sich dann hingestellt hat und so, hier, I'm Johnny Knoxville and welcome to Jackass und dann irgendeinen Müll gemacht hat. Ja, also ich hätte bestimmt safe da auch mitgemacht. Heutzutage nicht mehr, aber mein damaliges Ich bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es, glaube ich, Robby auch schon mal erzählt. Ich habe dann auch mich immer Tommy Knoxville genannt und dann sind wir dann in den Teich zu Hause beim Papa reingesprungen und weiß ich nicht. So richtig dummes Zeug. Also ja, früher hätte ich auf jeden Fall mitgemacht. Heutzutage, ne, hier auch, wo Max uns letztens erzählt hat, dass da im neuesten Film einem der Hoden platzt und so weiter, wo er mit dem Pogo-Stick drauf gesprungen wird. Alter, nee, da sehe ich mich nicht. Nee. Also wunderbar. Ja, aber ich habe sowieso das Gefühl, das ist so, je älter man wird, desto weniger so richtig dummen Scheiß macht man. Ja, ne? Ja, auch so, als gibt dir mal Kinder, wie die da so eine schwarze Piste runterfahren, weißt du? Und jetzt heutzutage, da überlegst du dir, bevor du dann da irgendwie ein bisschen lang fährst, so, ja, weiß ich nicht, Alter, ich habe so viele Videos gesehen, wie Leuten da die Beine wegbrechen, will ich das jetzt wirklich machen oder? Ja, oder alleine schon, das ist ja, das Bewusstsein für zum Skifahren ist ja ein ganz anderes. Ich kann mich noch daran erinnern, als wie wir als Kinder mit unseren Eltern Hauptsache lustige Hüte irgendwie tragen und dann die Pisten runtergescheuert sind, da hat einfach keiner den Helm getragen vor, weiß ich was, 15 Jahren oder so oder noch früher. Und das ist heutzutage auch ein anderes Bewusstsein für die, speziell jetzt für Skifahren in dem Thema. Ja, ich glaube, da war Michael Schumacher aber auch nicht so ganz safe, unschuldig. Safe. Habe ich gerade gelacht? Nee, habe ich nicht. Entschuldigung. Das war so Reflex, so einfach, so keine Ahnung, egal. An Michael Schumacher musste ich heute aber ja auch denken, weil ich hatte bei Twitter, hatte ich gesehen, da war irgendwie so eine Umfrage, so, was glaubt ihr, gegen welchen Promi würdet ihr hundertprozentig im Boxen gewinnen? Dann war mein erster Gedanke so, Michael Schumacher. Dann dachte ich, kann ich jetzt schlecht bringen, habe Stephen Hawking geschrieben, weil der sitzt dann auch noch im Rollstuhl. Was tut, Alter? Na gut, ist das schön. Der saß im Rollstuhl. Ja, aber. Ja. Ach, ist das wundervoll, Alter. Okay. Wollen wir jetzt mal noch die Empfehlung der Woche reinficken? Hätte ich gerne das Jingle von dir, Robert. Die Osua-Empfehlung. Okay, ich habe heute einen Film gesehen. Also meine Empfehlung der Woche ist ein Film diesmal. Keine Sorge, es ist kein Buch und nicht irgendwas, wo ihr euch für anstrengen müsst. Ihr könnt einfach zurücklehnen und gucken. Und zwar der Film The Trip, Mörderisches Wochenende. Den habe ich bei Prime gefunden. Und das ist eine, würde ich sagen, das ist mit eine der besten Splatter-Komödien, die ich bislang geguckt habe. Ihr kennt ja sicher so dieses Tucker und Dale vs. Evil, ne? Diesen Film. Mhm. Und jetzt nimm den aber in weniger klamaukig. Also der ist weniger auf so diese übertriebene Groteske raus, sondern ist halt irgendwie doch ein bisschen ernsthafter. Und dieser Film The Trip schafft halt wirklich dieses Kunststück, so ein Fun-Splatter-Film zu sein, der aber nicht irgendwie so albern ist. Und das ist richtig, ein richtig krasser Film. Der hat, also ist ein unglaublich guter, also ich habe selten einen so gut gemachten Fun-Splatter-Film gesehen. Gönnt euch einfach nur. Amazon Prime gibt es den, wie gesagt. Ist so ein norwegischer Film, glaube ich, mit dieser, wie heißt der, Nomi Rapatze? Rapatze? Ich weiß, wie der heißt. Aber mit ihr ist der halt und extrem gut. Gönnt euch. Sehr cool. Nice. Ja. Bei mir ist tatsächlich auch etwas Cineastisches, und zwar eine Serie. Und zwar, ich habe hier, glaube ich, schon mal erzählt von The Boys. Oder? Kennt ihr alle The Boys zufällig? Film? Die Serie? Film? Ich leider nicht. Auf Prime? Okay, also es geht im Großen und Ganzen darum, in einer Welt, wo es halt Superhelden gibt, aber die Superhelden sind alle ziemliche Arschlöcher und dann gibt es halt einen Haufen Typen, die Superhelden platt machen wollen. Okay. Hm. Genau. So, und da ist jetzt die dritte Staffel rausgekommen und in dieser dritten Staffel, in der ersten Folge, war direkt schon eine Szene drin, die für mich so mit eine der schönsten Filmszenen überhaupt war, die ich je gesehen habe. Ich spoilere jetzt nicht zu viel, hoffe ich. Stellt euch einfach vor, es gibt einen Superhelden, der sich ganz klein machen kann. Mhm.
Und dieser Superheld ist scheinbar homosexuell oder hat zumindest homosexuelle Züge. Geil. So, der Superheld ist mit einem anderen Typen im Zimmer, die koksen eine Runde. Und der andere Typ zieht sich aus und der Superheld macht sich ganz, ganz winzig. Und dann siehst du nur, wie der andere Typ seinen Schwanz auf den Tisch legt. Und du siehst nur aus der Perspektive von diesem richtig kleinen, nackten Superhelden, wie der in diesen Schwanz reinrennt und den dann anfängt, von innen zu stimulieren. Und boxt dann da halt gegen und so weiter. Und dann sagt er so, jetzt gehe ich gleich zur Prostata. Und dann merkst du schon, auf einmal ist irgendwas mit dem Typen. Und dann muss der niesen, wird riesig und zerfetzt den Typen von innen raus. Oh. Alter, klingt ein bisschen geil. Ich musste so lachen. Bekommen. Ja, wie heißt er nochmal? The Boys, Staffel 3. Kann ich sehr empfehlen. Ja. The Boys generell, geile Serie. Nie gehört, alles klar. Also wenn ihr auf blutig und lustig steht, könnt euch The Boys, safe, kann ich jedem ans Herz legen. Ja. Basiert übrigens auf einem Comic, vielleicht kennst du es daher, vielleicht schwarz, auf Diabolical. Sagt mir was, aber keine Ahnung. Okay, nee, aber könnt ihr euch reinziehen, sehr, sehr geile Serie. Robert, was ist deine Empfehlung? Ja, meine Empfehlung ist eine Miniserie auf Netflix. Und die wurde mir vorgeschlagen, ich habe gestern die erste Folge geguckt, das sind 3 Folgen eines Serienkillers, John Wayne Gacy, könnte man schon mal gehört haben, dieser kleine Hundekörper. Ja, der Schwul, ne? Der Schwulenmörder war das doch, der Sprecher getötet hat. Genau, da will ich nicht so viel spoilern, aber da bekommt man sehr, sehr viele krasse Hintergrundinformationen, wie der Typ eigentlich getickt hat und wie er versucht hat, die Bullen zu verarschen etc. pp. Mhm. Und jetzt bin ich halt gerade an dem Punkt, muss ich heute noch weiter gucken, wie die halt dann den Fundort der Leichen finden etc. Und er ist einfach absolut krank und ich finde das super interessant zu wissen, wie so ein Psychopath tickt. Und dann kann man auch immer gleich ein bisschen abgleichen, bin ich da vielleicht neigend dazu, psychische Einschränkungen zu haben. Aber nee, bin ich nicht. Aber es ist super spannend. Ich muss den auch immer, sag ich mal, 2 Stunden vorm Schlafen gehen gucken. Sonst habe ich Probleme mit dem Einschlafen. Nachher klopft bei mir einer unter dem Bett an und sagt so, guck mal, Mietje, ne? Ich zeig dir mal einen richtigen Kleinen. Ne? Also super interessant, kann ich empfehlen und ich werde heute weitergucken, ich bin gespannt. Ich meine, ich kenne den schon, den John Wayne Gacy und was er getan hat, aber Netflix hat das sehr gut verfilmt und halt auch qualitativ mal ein bisschen aufgewertet. Und da gibt es halt Aufzeichnungen von diesem Psychopathen, was er halt so gesagt hat, ne, im Interview. Mm. Mit seiner Verteidigerin. Das ist super interessant. Richtiger Huren. Mega cool. Habe ich auch gesehen. Ist wirklich empfehlenswert. Das ist sehr interessant. Genau, Bräuler, ich hatte dir gar nicht gesagt, wir haben auch noch die Empfehlung der Woche. Da empfiehlt einfach einer von uns irgendwas. Ja, ich habe schon. Also, falls du auch noch was hast. Ja, ich habe mir währenddessen ihr geredet habt, habe ich euch natürlich erstmal gespannt zugehört. Und habe mir währenddessen überlegt, ich habe letztens einen Film geschaut, der ist relativ bekannt, also hat eigentlich einen relativ bekannten Cast, aber der ist komplett an mir vorbeigegangen. Den habe ich letztens gesehen und fand den eigentlich mega geil. The Gentleman von Guy Ritchie mit Matthew McConaughey. Der ist Colin neu, ne? Farrell, Charlie Hunnam. Also der ist von 2019. Mhm. Ich weiß nicht, ob der durch die Pandemie erst jetzt rauskam oder halt. Ja, aber so, der ist relativ neu, glaube ich. Ja, relativ. Und wer halt viel auf Dialoge steht in Filmen und jetzt nicht, ist jetzt kein klassisches Popcorn-Kino, würde ich sagen. Aber ich habe mich sehr, sehr unterhalten gefühlt. Geht um die Legalisierung von Gras und die Story, die oder die Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind von den einzelnen Charakteren, die da eine Rolle spielen. Und das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Mm. Guy Ritchie halt, ne? Ja. Ist halt auch so ein klassischer Guy Ritchie-Film, ne? Wo genau am Ende dann alles klar wird. Ich wusste nicht, dass der von Guy Ritchie ist. Und ist die erste Szene, wie jemand in der Bar sitzt und ein Bier gezapft wird. Und ich frage sofort, ist der Film eigentlich von Guy Ritchie? Und dann hast du ja dieses Intro und dann siehst du es halt, weil man es halt, keine Ahnung, ich finde, das erkennt man relativ schnell, ob der Film von ihm ist oder nicht. Ja, und ich fand den echt cool. Ja. Aber das ist auch immer so das Schöne, ne? Wenn Autoren so einen eigenen Pinselstrich haben, du erkennst das einfach direkt. Ne? Super. Der hat ja generell in den Anfang der 2000er hat der ja sehr, sehr viele Filme gemacht, die alle sehr, sehr, sehr eigen waren und alle sehr, sehr, eine sehr klare Handschrift hatten. Also, ob jetzt hier ist Snatch, Bube, Dame, König, Gras und sowas und ja. Ja. Okay, so, dann würde ich einfach mal sagen, so gegen Ende, vielen, vielen Dank, Bräuler, an dich, dass du dabei warst. Mann, ja. Was ich komplett vergessen hatte zu erwähnen, du hast ja auch einen Podcast. Der ist jetzt, glaube ich, seit Juli letzten Jahres in der Sommerpause. Aber wird bestimmt wiederkehren. Hab mir tatsächlich alle Folgen angehört. Danke dir. Damals tatsächlich immer noch im Fitnessstudio, als ich noch da war. Okay. Also, ja. Freut also immer mich beim auf jeden Pumpen habe ich euch zugehört. Wenn es dir gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Eure ganzen Festivalgeschichten und so weiter. Da bin ich ja eh immer ein Riesenfan von, wie man vielleicht in der ersten Hälfte von diesem Podcast gemerkt hat. Deswegen, ich freue mich auch richtig, wenn die ganze Festivalsaison jetzt losgeht und ich dann auch mal wieder los kann. Ja. Und für ein paar neue Geschichten
sorgen kann. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein konnte. War sehr, sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, muss ich sagen. Ja, schön, freut uns. Ja. Unser Konzept ist es ja, kein Konzept zu haben, und das machen wir perfekt. Einfach so, muss man sagen. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Also mit oder ohne Konzept, da scheiße ich ja drauf, aber es war sehr, sehr, sehr lustig. Das freut uns. Sehr schön. Sehr cool. Wenn du irgendwann nochmal Lust haben solltest, jederzeit gerne. Einfach sehr gern. Usuer Kneipe steht immer offen für dich. Richtig. Jawohl. Ja, und auf jeden Fall. Liebe Joshuas, an dieser Stelle auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserem Gast gehabt, der dabei war heute und der eine ganz eigene Note mal, wie ich finde, reingebracht hat. Und ich denke, wir sollten die Folge jetzt irgendwas mit Festival nennen, weil das war so ein so dominantes Thema. Ne? Also, ja, safe. Also da müssen wir jetzt irgendwie noch was uns überlegen, wie wir da in die Richtung rocken können. Vermutlich, wenn wir dem einen oder anderen Bock gemacht haben, dass er auch mal auf so ein Festival geht, um da irgendwie alles voll zu pissen und sowas und sich in Kotze zu legen. Schön ins Zelt reinkacken und da lassen. Das nehme ich auf jeden Fall mit für mein nächstes Festival. Schön. Okay. Ja, alle Links zu Broiler und so weiter findet ihr auch unten in den Shownotes, Videobeschreibungen und so weiter. Folgt da gerne rein. Netter Typ. Macht immer Videos. Ich glaube immer, wenn du morgens am Rauchen bist, oder? Ja, ich habe irgendwann einmal so ein Video gemacht, wo ich Kaffee geschlürft habe, nur um die Leute zu triggern. Und das hat so viele getriggert, dass ich es einfach immer wieder mache, weil ich hasse eigentlich Schlürfen. Aber ich mache es nur, um die Leute abzufacken. Und deswegen. Okay. Ich werde es niemals angucken, weil ich davon wirklich so aggressiv werde vor diesem Schlürf- oder Trinkgeräusch. Aber ich feiere dich, dass du es so konsequent durchziehst, auf jeden Fall. Also Respekt dafür. Das mache ich auf Instagram aber auch immer gerne. Du kannst ja so Musik auswählen auf Insta, ne? Ja. Die dir in deine Stories packst und so. Und es gibt da, wenn man da irgendwie Porn-Sounds oder so eingibt, gibt es halt irgendwie so eine Audio-File von der Alten, die da richtig sich eine abstürmt. Und ich mache dann auch immer super gerne Stories, wo ich dann irgendwie den Himmel filme oder irgendwelche Blumen, dann sage ich so, hört ihr das? Oder was ist das für ein Vogel? Ja, genau. Und dann kriege ich dann immer haufenweise Nachrichten. Ey, ich bin gerade bei der Arbeit, ich guck meinen Chef nicht an. Ich saß neben meinen Eltern und war so, super geil, kann ich nur empfehlen. Geil. Super cute. Ja, schön. In diesem Sinne, es war eine wunderschöne Folge 29 und würde ich sagen, bis in 2 Wochen, ne? Richtig. Ja, bis denn. Tschüss, gehen. Gehabt euch wohl. Tschüss. Boah, Werbung. Ja, Freunde, wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir uns überlegt hatten, vielleicht einen Patreon-Account zu machen. Da haben wir eine Umfrage dann gemacht auf unserem Instagram-Account und da hat eine überwältigende Mehrheit war der Meinung, dass sie uns ab und zu was gönnen wollen würden. Und dann haben wir uns gedacht, naja, gucken wir mal, was es da so alles gibt. Und dann haben wir einen Kanal gefunden, eine Plattform gefunden, Ko-fi heißt die, und da könnt ihr uns, und das passt unglaublich gut, und deswegen haben wir das auch genommen, da könnt ihr uns ein Bier ausgeben. Ganz wunderschöne Sache. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes, das ist ko-fi.com/ohne-sinn-und-aber, und da könnt ihr dann einfach, wenn euch eine Folge gefallen hat, bisschen Geld da lassen. 3 Euro Minimum Einzahlung ist das dann da. Geht über PayPal, alles Mögliche. Und das ist ziemlich genau der Wert von einem Bier, würde ich sagen. Ne? 3 Euro so. Hier zumindest. Ja, ganz genau. Ne? Das, wie gesagt, das ist eine ganz vollkommen freiwillige Angelegenheit. Ne? Also, wie hast du es mir eben gesagt, Tommy? Ja, wenn ihr sagt, Alter, wir haben euch unterhalten und ihr wollt uns was Gutes tun, dann könnt ihr ein Bierchen geben. Gebt dem armen Obdachlosen dann mal was zu essen. Genau. Ja, ganz genau. Super nice Sache. Genau. Ja. Ach ja, und wir haben das übrigens so gemacht, also es gibt, man kann halt einmalig zahlen, das heißt, wenn euch eine Folge gefallen hat, dann könnt ihr einfach mal ein Bier gönnen oder sowas, aber wir haben auch, es gibt auch die Möglichkeit, dass man monatlich was zahlt, das ist halt für die richtig geisteskranken Ehren-Joshuas, da gibt es auch verschiedene Abstufungen, könnt ihr einfach mal reingucken, was ihr wollt, wie ihr wollt, denkt dran, das ist alles freiwillig, keiner muss, jeder darf, aber keiner muss, das ist ganz wichtig, ganz komplett freiwillig, ne? Und das, das hätte ich jetzt noch gesagt abschließend. Gönnt uns. Dass alles freiwillig ist, ne? Hier ist keiner genötigt, keiner gezwungen. Wenn ihr Bock habt, habt ihr Bock. Ja. Das freut uns. Wenn ihr nicht wollt, wollt ihr nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Genau. Und wenn ihr keinen Bock habt, ihr habt auch keine Nachteile oder sonstiges. Ne? Wir machen ja nicht so Pay-to-Win-Shit. Ne? Vielleicht machen wir irgendwann mal exklusiven Content, das kann schon sein, Richtig. Aber das ist auch jetzt nichts, worauf wir uns festlegen wollen. Ne? Also das ist, gucken wir irgendwann mal. Geil. Darauf noch ein Bier, würde ich sagen, ne? Genau. Oh, ich hab keins mehr. Warte, ich gönn dir, warte, 3 Euro. Ja, ich hab grad nur Wein, leider. Oh, du arme, sowas kein Bier. 3 Euro rein in die Kasse. Ohne Sinn und Aber.